Es ist der 10. Oktober 2019. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und der ist wie immer nicht alleine in dem lauschigen Garten, sondern mit ihm zusammen sitzt da der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Guten Abend zusammen. Und die Claudia ist auch da. Hallo, guten Abend, Claudia. Hallo, Navend. Ein leicht verschnupfter Lars ist auch dabei. Hoffentlich war es nicht zu kalt in der letzten Nacht. Hallo, guten Abend, Lars. Einen schönen guten Abend allerseits. Oh, deine Stimme hat aber jetzt wirklich einen Timbre bekommen. Wunderbar. Hoffentlich hören wir viel davon heute. Und wir haben noch einen Gast im Sendegarten und wie in der letzten Ausgabe schalten wir wieder nach Berlin, aber diesmal an eine andere Stelle. Und wir begrüßen ganz herzlich den Sven vom Och-Menno-Podcast. Hallo Sven. Hallo, Navend. Wo sitzt du, Sven, genau? Hallo. Da in Berlin? Zurzeit direkt Innenstadt, was natürlich total den Abend langweilig macht, deswegen ja auch der Podcast so ein bisschen produktiver in letzter Zeit ist, in der Nähe vom Friedrichstadtpalast zurzeit. Aber in Berlin ist doch gerade der Teufel los, da wird doch demonstriert und belagert und gesperrt und weggetragen, da ist doch Remi-Demi, oder nicht? Ich sag doch, der Podcast wird dadurch produktiver. Ja, ich bezog mich auf das Wort langweilig in der Stadt. Das kann ich mir gerade so gar nicht vorstellen, aber gut. Vergleich, da ich normalerweise bei meinen Reisen immer das Talent habe, so als ich nach Bangkok geflogen war, war mein Hotel die Zentrale der Aufständischen. Als wir in Argentinien waren, wurde der Smog in Buenos Aires durch Tränengas von der Studentenrevolte ersetzt. Also im Vergleich zu meinen sonstigen Reisen ist so ein bisschen Klimaprotest ein bisschen langweilig. Okay, du bist, okay, wenn du auf was anderes gewohnt bist, ist natürlich klar. Ja, also ich gehe normalerweise auf einen hier dörflichen Dorf Marktplatz einkaufen, da ist natürlich nicht so viel los. Und Tränengas habe ich, glaube ich, hier noch nie erleben können. Müssen. Ja. Ja, schön, dass du da bist. Du wirst es von deinen Werken und was du so im Podcastland tust, machen. Das ist so ein bisschen für mich jedenfalls Blind Date unterm Apfelbaum, denn wir haben noch nicht so persönlich miteinander gesprochen. Also wir lernen uns quasi jetzt hier über den Draht erst kennen. Anderen geht es anders. Also Claudia kennt ich schon und Lars hatte ich auch schon erlebt, weil ihr alle auf dem Camp gewesen seid. Nur Sebastian und ich, wir als Nicht-Camp-Besucher wissen natürlich nichts. Wir sind tja, merkst heute. Du selber, ne? Was merke ich selber? Wärst du schon Camp gewesen, ne? Tja, Martin. Nee, nee. Ja, wäre ich beim Camp gewesen, dann hätte ich dich kennengelernt. Ja, das und ist richtig. Und würdest heute noch Staub husten? Das hätte ich. Das kann ich bestätigen, das ja. Das wäre die, genau, das wäre die Nebenbedingung gewesen, klar. Aber bevor wir zum Gespräch kommen, gehen wir einmal kurz auf durch die neue Ernte. Wir haben nämlich ein paar Zuschriften zur letzten Ausgabe mit dem Linus bekommen, also neue Ernte. Und da hat sich zunächst mal der Max Snyder über Twitter gemeldet und er sagte, ich mag die Einstellung vom Linus zu Spotify und Podcast sehr, die er da im aktuellen Sendegarten geäußert hat. Ja, das kann man ja nachhören, was Linus da zu Spotify und der ganzen Plattformisierung im Podcastland gesagt hat. Also bei Max Snyder hat er damit jedenfalls offene Türen eingerannt. Und außerdem hat er noch mir einen kleinen Hinweis gegeben zu Pocket Cast. Da hatte ich ja gesagt, dass dort die vertraglichen Bedingungen sich ein bisschen gewandelt hätten. Er schreibt dann dazu zu Pocket Cast, der Webplayer hat auch vorher schon einmalig Geld gekostet und alle, die den gekauft hatten, haben die 3 Jahre bzw. Lifetime bekommen. Ich fand die 3 Jahre schon völlig in Ordnung, by the way. Ja, also diejenigen, die das vorher gekauft haben, haben jetzt sozusagen dann diese lebenslange Nutzung. Ich hatte das, glaube ich, ein bisschen anders, ein bisschen verwirrter erklärt. Der Max Snyder hat mich da korrigiert. Dankeschön dafür. Und dann hat der André, der Kompott, geschrieben zu dem Merkel-Handy. Das Merkel-Handy war, wenn ich mich richtig erinnere, im Jahr, als Snowden rauskam, also 2013. Ich meine im Oktober.
Die Aufregung hielt bei der Regierung nicht lange. Ja, das ist wohl wahr. Das brandete auf und war dann schnell wieder weg. Und dann ergänzt er noch, was übrigens in der Zeit auch passierte, das Merkel-Mantra, wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten, verschwand aus der Kommunikation der CDU/CSU. Ich wundere mich, warum. Warum? Ja, wir wundern uns mit dir. Claudia. Unsicher, also weiß ich jetzt auch nicht so genau. Nee, kann ich ja, mir nicht vorstellen. Jawohl, das mit diesem Plattformproblem, ja, da habe ich nachher dann auch noch bei der Geschichte meines Podcasts so meine Problemchen. Ich hänge ja bei Podcasts rum und die plattformisieren ja auch sehr gut. Deswegen habe ich sehr wenig negative Kommentare auf dem Blog, was sehr angenehm ist, weil die Kommentare kannst du nämlich nur mit deren App abgeben und damit gibt bei mir keine Kommentare auf dem Blog. Ich habe da bei WordPress einfach zwischengeschaltet, dass die alle moderiert werden müssen. Und dann macht den Großteil einfach der Spamfilter. Nee, ich habe einfach nur, ich habe ja meinen Blog einfach, meinen Blog, meinen Podcast einfach nur bei Podbeans geklickt, so, weil muss mal schnell gehen. Und dann, naja. Verstehe. Das ist das Blöde, wenn man einmal so eine WordPress-Multisite angefangen hat. Man kann sich relativ flink einen neuen Blog klicken. Okay, und dann haben wir noch einen Kommentar von Jörn bekommen, der bezog sich auf einen Halbsatz, den ich letztens ganz am Anfang eingesprochen hatte, wo ich mich bedankt hatte für die Auphonic-Zeitspende. Da habe ich ja gesagt, na, jetzt müssen wir ja über das Jahr hinaus weitermachen. Und daraus hatte Jörn herausgehört, dass es Pläne gäbe, den Sendegarten möglicherweise dicht zu machen. Da schreibt, das würde ich enorm schade finden. Andererseits, wenn das durch etwas so Simples wie Zeitspenden bei Auphonic zu verhindern ist, dann schließe ich direkt ein Abo ab. Also, ich habe ihm auch schon schriftlich geantwortet, nein, so war es ja gar nicht gemeint. Das war einfach ein spontaner Halbsatz, den ich so hergeredet habe und bitte nicht alles so ernst nehmen. Niemand hat die Absicht, einen Sendegarten zu beenden. Ich möchte mal mit historischen Worten sozusagen das kommentieren. Wie lange war es ab dem genauso Satz, bis die Mauer stand? Dann bin ich jetzt gerade wieder so der Historiker-Nerd. Wie lange hat es von dem Satz bis zur Mauer gedauert? Wie viele Episoden Sendegarten wird das noch? Kann ich jetzt nicht sagen, wie lange das von dem Satz gedauert hat, aber ich glaube, es waren nur ein paar Monate. Es war nicht sehr lang. Tja, aber dann kriegst du gleich den nächsten Kommentar von Jörn. Ne? Ich habe nicht verstanden. Dann kriegst du den nächsten Kommentar von Jörn jetzt gleich, ne? Wenn er sagt, jetzt hast du nur noch 3 Monate. Oh je. Er hatte ja nur Angst, dass das Angebot komplett aufhört. Und also ich kann ein bisschen ausholen. Natürlich ist das immer mal wieder in meinem Kopf Thema, wie lange machen wir das denn eigentlich? Ich habe ja auch letzte Mal Linus danach gefragt, wie lange Logbuch Netzpolitik noch läuft. Und er sagt, ja, also längstens bis einer von uns beiden, also Tim oder er, versterben. Dann wird es nicht mehr weitergehen. Aber irgendwann, vielleicht ist es auch früher mal zu Ende. Und beim Sendegarten ist es nicht so anders. Also klar, spätestens wenn ich die Augen zumache, dann muss hier jemand anders die Anmoderation machen. Man kann den Sendegarten natürlich weiterführen. Aber die Frage, die sich eigentlich viel eher an da stellt, ist der Sinn vom Ganzen. Warum machen wir das eigentlich? Diese aufkeimende Welle von jeder macht jetzt irgendwie einen Podcast, macht die Sache derartig unübersichtlich, dass ich jedenfalls überhaupt nicht mehr von irgendeiner Podcast-Landschaft sprechen kann, wie ich das, als ich das Ding hier gestartet habe, noch meinte zu können. Das ist jetzt hier komplettes subjektives Plaudern. Mehr ist es nicht. Sollte es eigentlich auch nie sein. Wurde dann gelegentlich auch mal ein bisschen höher gehängt. Und ich weiß nicht, wie lange diese Plauderei trägt. Also keine Ahnung. Und irgendwann ist vielleicht auch einfach mal die Luft raus. Kann durchaus passieren. Und ob das jetzt in 3 Monaten oder in 3 Jahren ist, ich weiß es auch nicht. Alles gut, ich will dich jetzt nicht auf den Kopf stellen. Ich habe nur so ein Talent für, ich stelle dumme Fragen und die Leute kommen in Erklärungsnot. Das liegt einfach am Job. Ja, okay, dann erklär nachher mal, was das für ein Job ist, wo du die Menschen in Erklärungsnot bringst.
Das ist sicherlich nicht uninteressant. Ich möchte noch eben einen Tweet erwähnen, der vorhin oder heute im Laufe des Tages kam. Da geht es auch um Erklären. Und das ist die Christiane. Die Christiane Attig, die macht beim Audiophil-Podcast mit, aber vorher hat sie bei Brainflix mitgemacht und es gibt noch viele andere Angebote, wo sie zu hören ist. Sie hat noch sich auch zu Linus geäußert, da sie auch Psychologin ist, kann sie das vielleicht auch sehr gut einschätzen. Sie schreibt, ich bin beeindruckt, wie präzise und dennoch nachvollziehbar der Linus in Episode 84 die Big Five Persönlichkeitsdimensionen und deren Zusammenhang zum Cambridge Analytica Skandal skizziert und macht daraus eine direkte Hörempfehlung. Ich war ehrlich gesagt auch überrascht, denn das kam ja so aus dem Gespräch heraus und dass der Linus das einfach so aus dem Stand so exakt beschreiben konnte, Ich schließe mich da der Bewunderung von Christiane komplett an. Gut, das war das, was ich so zusammengekrabbt habe. Habt ihr noch irgendwie Kommentare mitbekommen? Von meiner Seite nicht. Nee, von meiner Seite hat mir die Folge extrem gut gefallen. Also das muss ich jetzt mal so als Gast sagen. Das fand ich extrem interessant. Wo du sagst, es ist nun belangloses Geplauder, aber das war mal ein richtig belangloses Geplauder und sehr angenehm. Das ist persönlich ja das, was ich an der Podcast-Szene so toll finde, weswegen ich auch da so gerne reingeschlittert bin, weil in der normalen Chaos-Szene, da hast du halt deine, ich sag mal, Quadcopter-Nerds, da hast du deine WLAN-Nerds und du hast halt immer nur ein Thema, in das sich denn quasi jeder drum rumschaut. Und hier als Podcast-Community, da hat man zwar das gemeinsame Thema Podcast, was zwar irgendwie verbindend ist, aber du hast dann halt immer ganz viele unglaubliche, interessante Personen. Also ich hätte auch nicht vorher überlegt, dass ich auf dem CCC-Camp mich mal auf einmal über Literatur länger unterhalte oder halt über Weltraumfahrt. Das ist halt das Interessante, dass man sich über den verbindenden Glied quasi Podcast zusammenhockt und dann auf einmal feststellt, ja, das sind ja ganz interessante Geschichten von irgendwie dem Podcast einer katholischen Internatsschule oder was das da war, über Weltraum, über Metal, über alles mögliche andere. Und das ist halt einfach das Interessante. Und das, finde ich, ist auch gerade die große Stärke einfach vom Sendegarten, dass man halt einfach alle möglichen verschiedenen Gärten quasi sich mal anhören kann von der Gartenbank aus. Und das finde ich eigentlich das Interessante an diesem Format persönlich. Oh, danke schön. Fängt gut mit der Lobhudelei an. Sehr, sehr schön. Sehr gut. Ja, dann machen wir doch gleich weiter und kommen mal direkt auf die Gartenbank und hören, was du noch so zu sagen hast. Aber bevor wir da hinkommen, muss ich noch eine Sache sagen. Die Episode, die letzte Episode, die war ja über 4 Stunden lang und ich bin hier fast vom Stuhl gefallen und habe mich nur mit Martha aufrechterhalten können. Ich glaube, es ist für mich gut und für manchen anderen, der hier im Kreise sitzt, auch, wenn wir das irgendwie ein bisschen versuchen einzufangen. Und ich werde es heute mal ausprobieren. Sven, du bist leider der Erste, der es abkriegt. Ich habe hier so einen Wecker, den ziehe ich jetzt auf. So, und das läuft dann eine Stunde und wenn er nach einer Stunde bimmelt, dann müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie mal so einen Bogen kriegen, dass wir das Gespräch unterm Gartenbaum so langsam zu Ende kriegen. Läuft das denn? Alles gut. Wäre dreimal so lang wie eine durchschnittliche Folge bei mir, also so gesehen. Ja, siehst du. Wir gucken einfach mal, wie weit wir gekommen sind. Vielleicht laden wir dich dann ein weiteres Mal ein, um das Gespräch fortzusetzen. Wir schauen einfach mal. So, du bist der Sven und du hast gerade schon so positiv über die Podcast-Szene berichtet. Dann erzähl mir doch mal bitte, was du in der Podcast-Szene machst. Also wir haben ja gesagt, ein Blind Date. Wer bist du? Ja, was machst du so? Sven Uckermann, Diplom-Ingenieur, Ausbildung komme ich gleich zu und ich mache jetzt seit knapp 3 Monaten den auch Menno-Podcast, den Podcast über alle Dinge, die so im Militär, Technik und Computer schiefgehen. Ich beziehe mich dabei eigentlich so um, ja, ich versuche dabei Sachen rauszupicken, die einen gewissen Unterhaltungswert haben und ein bisschen witzig sind und man halt nach Möglichkeit auch noch was zu lernen kann in der heutigen Projektwelt. Also das hängt ein bisschen mit der Entstehungsgeschichte des Podcasts zusammen und auch mit meinem persönlichen Werdegang und da ist es halt so, dass der Podcast mir auch erlaubt, Sachen darüber zu reden, wo ich nicht drüber reden dürfte normalerweise und man sich so manche Projektstress mal indirekt von der Seele schreien kann, indem man halt
historische Beispiele von ähnlichen Dummheiten mal einfach sich drüber unterhält und dann hat vielleicht irgendein Projektleiter vor Augen hat, aber dann halt sagt König Karl der V. Und ja, dadurch, ja, und zu meinem Werdegang, ich bin halt eigentlich, ich sage im Podcast immer, ich bin 6 Monate Wehrpflichtiger gewesen, das war 2002. 2014 habe ich dann die Bundeswehr verlassen. Ich bin nämlich irgendwie so, ich komme aus der Gegend, wo Claudia auch herkommt. Ich komme aus dem Anfang des Weserberglands und da ist es so gewesen, kleines Dorf, bisschen konservativ. Und dann hieß es, ja, wenn sie zur Musterung gehen, dann kriegen sie einen Tag schulfrei. Also ich zur Musterung gelatscht, Tag schulfrei mitgenommen. Ja, genau, ein gutes Argument. Dummerweise gut genug abgeschnitten. Dann sagt sie, ja, sie können jetzt nach Köln zur Offiziersbewerberzentrale fahren. Und dann kriegen sie 3 Tage schulfrei und sie fahren nach Köln. Dachte ich, ja, geil, Köln. Stellte dann auch fest, die Kaserne ist außerhalb von Köln. Na gut, war es halt so mit Köln genießen nicht so. Hab da dann auch wieder gut genug abgeschnitten, um wenigstens bei Marine genommen zu werden. Also sportlich war ich nicht, bin ich bis heute nicht. Aber es hat gerade so gereicht, mit Sterben über die Ziellinie zu kommen, rechtzeitig da zu sein. Und dann bin ich Offizier geworden und hab dann in München studiert, Elektrotechnik, bin also Diplom-Ingenieur. Und ja, dann hat die Bundeswehr gesagt, ich wollte eigentlich schiffstechnisch Offizier werden, was man so kennt von das Boot, der Typ, an der eine Maschine rumschraubt. Sagt die Bundeswehr, ah, wissen Sie was, da gibt es so was Neues, nennt sich Computer, wollen Sie da nicht Computeroffizier werden, so nach dem Motto. Und dann war ich einer der ersten Offiziere im Truppendienst, die für Computer ausgebildet wurden. Und dachte sich die Bundeswehr, ja, da haben wir keinen Plan für, also machen wir erstmal den Heeresplan. Habe ich also als Marinesoldat gelernt, wie ich irgendwelche Richtfunkantennen im Wald verstecke. War auch immer sehr praktisch. Und bin ich auf einen Prototypen gekommen und sollte den mit in Dienst stellen. Da hieß es, wir machen noch eine Verlegefahrt. Und dann hat in dieser einen Verlegefahrt, wo wir Aufrüstung aufnehmen sollten, bis in Einsatzvorbereitung gehen und so, da hat sich dann rausgestellt, also wenn man ein Getriebe baut und einen Titan Welle hat, dass da ein Edelstahl-Gegenlager nicht wirklich gut funktioniert, hat sich also das gesamte Getriebe zerlegt, ist einmal durchs Schiff gewandert und wir lagen dann 3 Jahre in der Werft in Hamburg. In der Zeit bin ich dann auch in den CCC-Kontakt eingetreten, weil ich einfach was zu tun haben wollte. Ja, und habe nebenbei ein bisschen angefangen zu fotografieren und habe da festgestellt, das ist nicht so mein künstlerischer Ausdruck, weil Fotografie heißt eigentlich nur, wenn du Aufmerksamkeit kriegen willst, möglichst viel Haut, möglichst viel weiblich, um es mal so freundlich auszudrücken. Ja, und dann hat die Bundeswehr gesagt, ja, nach den 3 Jahren, ach, wissen Sie was, Sie haben das so gut gemacht mit dem Prototypen, wenn Sie wollen, können Sie Ihre ganze Karriere auf irgendwelchen Prototypen verbringen, so 200 Tage im Jahr auf See und die restliche Zeit können Sie als Programmierer verbringen. Ich bin kein Programmierer, ich bin eigentlich Energietechniker, ich habe mal Elektrotechnik studiert, so Kraftwerke und so. Ja, dann dachten sie, ja gut, dann werden sie halt einfach nach Engernförde versetzt. War als Kieler natürlich eine Riesenstrafe und habe dann halt die letzten knapp 4 Jahre meiner Dienstzeit damit verbracht, IT-Sicherheitskonzepte für irgendwelche Neubauten der Bundeswehr zu schreiben oder zu überprüfen. War damit also quasi in so einigen Rüstungsskandälchen oder Unsinnigkeiten direkt mit live dabei in der ersten Reihe als mit Popcorn, weil als ITler durfte man ja immer die Folien weiterklicken, wo immer drauf stand. Moment, bei welchen Skandalen warst du persönlich anwesend? Erzähl mal mit ein bisschen näher. Bitte. Nee, das ist aber nicht ja der Handy, ey. Aber kannst mal ausrechnen, ich bin 2014 ausgestiegen. 2015 gab es zum Beispiel einen relativ guten Artikel über die neuen U-Boote vom Spiegel. Die 124, 125, der. Die tauchen doch nichts. Ja gut, es ist nicht ganz so schlimm wie bei den Spaniern. Die Spanier haben mal ein U-Boot gebaut, das war 50 Tonnen zu schwer. Das konnte wunderbar tauchen, nur mit dem Auftauchen hatte es so leichte Probleme. Ja, in Deutschland gibt es doch auch nur eins, was überhaupt fahrbar war. Ja, also wie gesagt, das andere waren doch auch mehr so Hotelschiffe, oder? Und die Idee war halt mal nach meiner Bundeswehrzeit, ich mache einen Vortrag auf dem Kongress zum Thema, was so alles in der Militärtechnik schief geht. So. Und da war halt die Überlegung, okay, das machst du, aber es ist so mit den Militärtechnik und chaosnahe Veranstaltungen ist relativ schwierig. Habe ich erstmal ein Jahr Weltreise gemacht und bin jetzt seit 3 Jahren Berater für IT-Security, Pentesting, mache also das ähnlich wie Linus. Bin allerdings nicht psychologisch unterwegs, sondern ich bin eigentlich faul unterwegs. Ich sage mir immer, ich bin kein Programmierer,
ich verstehe nicht, was der Programmierer da gerade macht, wo verstehe ich es am wenigsten? Gut, da ist die Chance, dass der Programmierer es auch nicht verstanden hat, gucken wir mal genauer hin und finden da die Fehler. ja, und deswegen so diese, ich habe schon während der Offizierschule so Schlachten gesammelt, wo Offiziere halt völlig versagt haben, weil ich finde es immer total interessant. Aus Fehlern lernt man halt mehr. Und die Sachen habe ich halt einfach so ein bisschen für mich persönlich gesammelt, habe da so ein paar Bücher rumstehen gehabt. Und ja, da war halt so diese Idee vom Fehlschlag auch so. Also auch unser Weltreiseblog, das wir geführt haben während des Jahr Weltreise, sind wir halt auch so ein bisschen, ich sag mal, negativ unterwegs gewesen. Also nicht diese High-Glanz-Instagram-Story, sondern ich bin halt immer so ein Mensch, ich rechne schon lieber erstmal mit dem Schlimmsten und lass mich persönlich positiv überraschen. Ja, und die Weltreise ist dann wunderbar geklappt, nichts schiefgegangen, nichts geklaut worden, bis auf Kleinkram halt. Also uns ist nichts geklaut worden. Ich habe halt nur mal bei, zum Beispiel bei einer Paarmassage, die ich in Neuseeland uns mal als Pärchenabend machen wollte, hatte Jule dann eine Yogalehrerin und ich kriegte den Hufschmied. Yay! Und der war wirklich als Nebenjob Hufschmied. Das war total toller Abend. Und Chiropraktiker, total toller. Total, die Massage habe ich sowas von genossen. Konntest du noch laufen hinterher? Ja, bei der Massage war dann auch so toll, wir kamen bei dem Laden an, alles Stromausfall in dem ganzen Ort und ich sagte, ach, kein Problem, wir haben euch ein paar Wärmflaschen unter die Liege gelegt, da ist es wenigstens von unten warm. Es lag Schnee draußen, total toll. Ah, Massage. Okay, also Thailand assoziiert man ja eher mit Wärme, aber gut, Schnee. Neuseeland, nicht Thailand. Neuseeland, wie komme ich denn jetzt auf Thailand? Wegen Thai-Massage? Ich weiß nicht. Nee, ich weiß nicht, was du immer massiert wirst, aber nee, egal. naja, auf jeden Fall, ich bin jetzt halt IT-Berater und gucke mir dann auch so manche im Bereich kritischer Infrastrukturen hauptsächlich unterwegs, weil ich Elektroingenieur bin. Also ich gucke mir Kraftwerke an und ähnliches und da natürlich dann auch so einiges, was schief läuft. Ja, und habe mir dann nach der Weltreise gesagt, ich mache nur noch Sachen, auf die ich Bock habe, habe mir die Haare wachsen lassen, höre wieder mehr Metal und habe so den Björn kennengelernt. Also Hobby-Querschnitt Björn und bin mit dem in Hamburg auf Konzerten unterwegs. So. Und es begab sich, dass er gerade im Hinblick auf den Podstock ja mit seinem Was ein Krach-Podcast viel gepodcastet hat. Und das habe ich halt gehört. Und da gibt es ja einen weiteren Podcaster, der hier schon zu Gast war. Der andere Sven, was immer der schöne Nebeneffekt ist, wenn wir zusammen podcasten, dass man immer, wer ist der richtige Sven, wer ist der falsche Sven. Ja, und der andere Sven, der hat sich halt sehr über Manowar aufgeregt in seinem Podcast. Und da ging es dann halt auf Twitter los, dass ich dann bei jeder Gelegenheit erstmal Manowar-Bildchen unter die Was-ein-Krach-Folgen gepostet habe. Was halt Sven extrem ein wenig aufgeregt hat, um es freundlich aufzusagen. Und es gibt einige Podcast-Folgen von Was-ein-Krach, ich glaube Folge 4 oder 5, wo er halt ins Mikrofon mehr oder weniger brüllt und sich über mich aufregt. Und dort gab es dann halt die Geschichte, dass Manowar einen Auftritt abgesagt hat, weil es ihm nicht laut genug war. Und da hatte einer gepostet, auch Manowar. Und da hat es bei mir Klick gemacht. So nach dem Motto, ich habe da eine Chance, nochmal einen Witz abzuziehen in Podcast-Form. Ich habe ja eh immer diese ganzen Sachen gesammelt, wo Sachen schief gehen. Ich könnte jetzt mal in Ruhe abrenten über Sachen, wo ich nicht drüber reden darf, indem ich geschickt andere Beispiele aussuche. Und dann hatte ich überlegt mit Björn zusammen, ich mache einen Podcast 10 Folgen lang. So, ich mache jetzt mal einfach so ein paar Folgen, so um das zu etablieren, dass das ein echter Podcast ist. Und in Folge 10 machen Björn und ich zusammen eine Folge und klären das auf, dass das ein ganzer Witz ist. Und habe dann halt angefangen, alle Podcast-Episodentitel waren Manowar-Songtitel. Und das haben wir durchgezogen, aber es hat dann bis zum Camp gedauert, bis wir endlich zusammen aufnehmen konnten. Und auf dem Camp haben wir mit Sven zusammen auch aufgenommen. Und an dem Tag hat er erst mitgekriegt, dass die ganzen Manowar-Songtitel in den Episodenfolgen sind. In der Zwischenzeit hatte ich allerdings schon Geld auf den Podcast geworfen, weil ich mich halt bei Podbeans habe bequatschen lassen, da den Podcast zu machen. Was ein ziemlich bescheuerter Plattform-Login ist. Und ich habe auch einfach keine Zeit gehabt, mir noch einen Kopf zu machen über eine andere Plattform. Ja, und dann hatte ich auf einmal sehr viel Hörer und ich war halt bei euch auch auf einmal vorgestellt als Blütenschatz oder wie das, Setzling, so rum.
Ja, angeblich auf Podstock entstanden, aber stimmte gar nicht. Nee, nicht auf Podstock entstanden. Also eben, genau. Angeblich auf Podstock entstanden. Sven hatte halt auf der Podstock-Episode sich nochmal über mich aufgeregt und hatte dann halt mich als Sven ohne Podcast bezeichnet. Und aufhand dieses Tweetes war dann halt so die Idee geboren mit Björn zusammen, okay, scheiße, ich mache jetzt einen Podcast, um diesen Sven ohne Podcast ihm zu nehmen im Podcast, also weil ich dann auch einen Podcast hätte. Also wie in der deutschen Podcast-Szene üblich ist der Titel des Podcasts wieder ein In-Joke und mit doofem Wortwitz. Ja, und dann hat sich's halt rausgestellt, es ist erfolgreich oder ziemlich erfolgreich und interessant, über sich über Fehlschläge anderer Leute zu informieren. Und dann hat die Hörerschaft auf einmal explodiert und ich bin jetzt so bei 100 Hörern, wenn eine neue Episode rauskommt, innerhalb von 2 Tagen erstmal 100 Hörer. Was halt für mich als kleinen Podcast schon eine enorme Menge ist und genug Motivation, um überhaupt weiterzumachen. Ja. Und ich versuche halt einfach auch den Podcast ein bisschen positiv zu halten. Also ich mache nichts über irgendwelche grausamen Verbrechen, wo die Polizei versagt hat. Ich mache nichts, wo Leute sich selbst dämlich umgebracht haben, um sowas zu sagen. Ich bin auch nicht dabei, dass wenn ein General irgendwie ein Kriegsverbrechen verübt und dann irgendwie sehr viele andere Leute abschlachtet. Bei mir wird es erst dann eine Podcast-Episode, wenn es ein General schafft, seine eigenen Truppen durch Dusseligkeit umzubringen oder eine Erfindung völlig schief geht oder ein Projekt richtig in die Hose geht, dann fange ich an, drüber zu podcasten. Ist auf jeden Fall so die Idee, grundsätzlich. Und ja, Länge so ungefähr eine halbe Stunde. Hat sich bei mir rausgebildet, einfach durch, ja, muss man nicht zu lange ins Detail gehen, weil ich versuche auch nicht zu werten, also nicht so richtig zu werten, wie hätte man es besser machen können oder sonst was, sondern ich akzeptiere einfach manchmal, dass es Situationen gibt, wo der Mensch dumme Ideen hat oder schlechte Entscheidungen trifft. Die Entscheidung kann man mal diskutieren, aber ich maße es mir nicht immer an, im Zweifelsfall wie die Spanier mit ihrem zu schweren U-Boot, ich bilde es mir nicht ein, dass ich besser ein U-Boot bauen könnte. Ich würde vielleicht mal dran denken, dass ein U-Boot auftauchen sollte, aber also ich bilde mir nicht ein, Experte für alles zu sein, sondern wie auch immer bei mir der Tagline vom Podcast ist, der inkompetente Podcast. Ich bilde mir selber ein, ich bin einfach inkompetent, stehe dazu und macht das Ganze einfach auf möglichst eine witzige Art und Weise. Und auch so ein bisschen als Gegenentwurf zu diesen hyperproduzierten Podcasts mit Orchester und sonst was, was jetzt die Radioproduktion auf die Straße bringen, sondern ich versuche es halt so ein bisschen, ja, punkrockig zu lassen. Ich schneide so gut wie gar nicht. Also man hört halt auch hin und wieder mal, dass ich mich verspreche und dann selber mal so ein paar Furzgeräusche mache und sage, Mann, bist du dämlich? Und dann rede ich weiter. Hat sich jetzt halt auch bei uns irgendwie so als Insider-Joke etabliert. In der Camp-Episode ist nämlich der Herr vom Kohlenpott noch reingerannt und hat gesagt, ja, das schneidet ihr doch aber raus. Und wir alle nur so Kohlenpott, Kohlenpott, Kohlenpott. Und das bleibt drinne. Und deswegen. Also ich versuche, möglichst wenig Aufwand in den Podcast zu stecken, was das die Nachbearbeitung angeht. Das hatte ich bei der Fotografierei. Da sitzt du, machst halt ein super aufwendiges Shooting, überlegst dir was mit Setbau, mit irgendwie Crew, mit irgendwelchen Make-up-Artisten, mit Designer und was weiß ich. Und dann machst du halt deine 2000 Fotos und für jedes Foto sitzt du nochmal 10 oder 15 Stunden und bearbeitest die nach. Und da sage ich mir ganz ehrlich, ich mache kein Hörbuch. Ich versuche jede Woche eine Folge rauszubringen und wenn da mal ein M drin ist oder ich mich mal verhasple, dann ist das halt so. Ist halt bewusst so einfach lieber mehr Content produzieren als perfekten Content. Das ist bei mir so ein bisschen das Motto. Und bei der heutigen Lage der Nation, ich hatte mich da halt leider ein bisschen verschätzt. Es gibt genug Sachen, wo man sich drüber lustig machen kann, dass Leute es nicht vernünftig hinkriegen, mal irgendwie einen 1 und 1 zusammenzurechnen, um es mal so zu sagen. Also mit Lage der Nation spielst du jetzt nicht auf den Podcast an, der so heißt, sondern du meinst tatsächlich die tatsächliche Lage, wie unser Staat gerade aufgestellt ist? Ja, allein bei dem Kommentar, dass Trump Grönland kaufen wollte, habe ich ja angefangen, das sind jetzt 6 Podcast-Episoden, die ich machen könnte, weil die USA haben versucht, in Grönland eine geheime Basis unterm Eis zu bauen. Mit Atomreaktor, da hat das Eis sich aber zu schnell bewegt, weil der Gletscher noch wuchs, was sie vergessen hatten. Dann haben sie dort Atombomben verloren und. Also so gesehen, allein durch so einen doofen Tweet von dem Herrn Trump kannst du halt einfach
wenn du sagst, du möchtest nur eine halbe Stunde, du möchtest es nicht ausdiskutieren, du möchtest es einfach nur so ein bisschen dich drüber lustig machen. Ja, ich habe dann eine Folge gemacht aus diesem Tweet mit dem Hurricane, wo er dann da was drin reingemalt hatte in seine Karte und sagte, der Hurricane läuft woanders lang. Da hatte ich mal kurz gegoogelt und stellt sich raus, dass das Waffle House in den USA einfach die beste Katastrophenvorbereitung hat. Ja, wenn die Nationalgarde die Leute noch nicht versorgen kann, rauschen die damit Trucks rein, machen die Straßen frei und machen dann so ein Waffelhaus auf und du kriegst da dann heiße Waffeln mit irgendwie Schlagsahne. So. Ja, was willst du auch sonst, wenn gerade irgendwie alles weggeflutet wird? Also, Ja, das Krasse ist, dass die offizielle Katastrophenbehörde halt sagt so nach dem Motto, wenn so ein Trupp vom Waffelhaus durch war, ist die Straße danach befahrbar. Und quasi, ob die beurteilen die Katastrophe danach, wie viele Menü-Items Waffelhaus runtergeschmissen hat. So quasi, die haben 5 verschiedene Menüs zur Auswahl und quasi, wenn Waffelhaus gar nicht offen hat, dann kannst du sicher sein, dass diese Community danach die Stadt nicht mehr existiert. So, und wenn du nur, ja, es gibt da einen offiziellen Waffelhaus-Index. War jetzt vorletzte Folge, ich weiß es gerade nicht. Naja, und es ist halt quasi, die kommen da an mit Handwerkertrupps, mit Kühllastwagen, voll mit Klamotten, mit Essen und so weiter. Die haben eigene Teams, die ersetzen die eigenen Angestellten. Die Angestellten sollen sich um ihr Haus kümmern. Und die haben extra dann Angestellte, die sind geschult, die kommen da rein, stellen zur Not Notstromgeneratoren auf, bauen zur Not eine eigene neue Fassade mit Holz oder was weiß ich. Und dann wird halt serviert. Und die haben halt quasi ein Menü für, sie haben keinen Strom, sie haben kein Wasser, sie haben halt keine Kühlung und. Dafür haben sie verschiedene Level. Und es gibt einen inoffiziellen Waffelhaus-Index, der von grün bis rot geht, so nach dem Motto, kannst du beim Waffelhaus Steaks bestellen, Burger bestellen oder Waffeln? Und je nachdem, was du alles nicht kriegst, desto schlimmer ist die Katastrophe. Okay, ich sehe da schon Möglichkeiten für das VOG, wenn wir dann irgendwann mal aus Leipzig wieder wegziehen mit dem Kongress. Gibt es den VOG-Index, ja? Wie schlimm ist die Location? Oder wie sehr ist sie nicht auf Chaos eingestellt? Und genau, ja, so diese Steak Eskalation gibt, so in dem industriellen Maßstab eskalieren können halt auch noch andere. Es können nicht nur Chaos-Leute und Podcaster. Dass es unbedingt Waffeln sind, das wundert mich nicht. Ja, das ist halt das Krasse. So die Nationalgarde kriegt es nicht hin, ihre eigenen Soldaten zu füttern und dann gehen die dahin und können halt da aus dem Menü auswählen. Und das Geile ist, die haben da auch noch so dran gedacht, zum Beispiel, die Preise sind so angepasst, dass du mit möglichst wenig Kleingeld zahlen musst. Dass es möglich einfach ist zu zahlen und so weiter. Also es ist halt eine unglaubliche Logistik, die dahinter steht, so ein, ich sag mal, verkacktes Franchise-Unternehmen eines Fastfood-Unternehmens aufzukriegen. Und das ist halt, wenn du dann irgendwie bei einer Großbank bist und die sagen, ja, ach so Naturkatastrophen, da können wir uns nicht drauf vorbereiten, denkst du dir nur so, hallo, Waffeln. Waffeln. Nochmal zum Mitschreiben, Waffeln. Aber woher hast du denn jetzt diese Insider-Informationen? Also davon hatte ich zum Beispiel noch nie etwas gehört. Woher weißt du das? Wenn du beim Kunden sitzt, hast Wikipedia-Zugang und manchmal eine sehr langweilige Besprechung. Und du fängst an mit Hurricanes und guckst dir dann die nationale Verteidigungsstruktur der USA an, was da mit Hurricanes los ist. Und dann siehst du auf einmal den Hurricane-Index mit dem Waffel-Index. Ja, und dann kommt da sowas. Und ich habe halt auch sehr auf Twitter sehr viele so aus dem militärischen Bereich und auch aus dem Katastrophenbereich und aus dem IT-Security-Bereich gefolgt. Und damit ist mein Twitter-Feed halt auch eine sehr merkwürdige Mischung zwischen Legos über Waffeln, über irgendwelche wirren IT-Security-Nachrichten, über irgendwelche militärischen Nachrichten und ich folge da einem sehr merkwürdigen Mix und dadurch kriege ich auch sehr viel Input dann über Twitter. Und das sorgt jetzt halt dafür, dass so die Themenliste für den Podcast irgendwie 4 Seiten lang ist mittlerweile. Immer nur Stichpunkte. Und dadurch ergibt es sich, dass mir eigentlich die Themen dummerweise nicht ausgehen. Und damit dieses Podcast-Projekt, das aus einem dummen Witz gestartet ist, irgendwie ein Witz war, der mir richtig wie so ein Bumerang zurück in die Fresse geflogen ist. Und ich jetzt irgendwie, podcaste. Und das sehr viel. Hattest du vorher schon mal irgendwas mit dem Mikrofon zu tun? Nein, eigentlich gar nicht. Also ich habe bei der Fotografie, dadurch, dass ich auch Konzertfotografie gemacht habe, bin ich mal gefragt worden, ob ich auch Musikvideos drehen kann.
und habe festgestellt, ja, ich kann zur Not ein Video schneiden, ich kann ein Video aufnehmen, aber da habe ich einfach gar kein Talent für. Ich habe beim Blogschreiben festgestellt, bloggen ist auch nicht so ganz meins. Also ich habe auch einen Blog geschrieben zu meiner Pentesting-Ausbildung und habe da auch dokumentiert, wo ich meine Probleme habe. Aber so richtig rundschreiben kann ich nicht, aber ich bin irgendwie eine Quasseltante und kriege das halt irgendwie relativ gut hin, flüssig, frei zu reden und halt auch Präsentationen zu halten und ähnliches. Und dadurch hat sich das irgendwie, war so ein Medium, das auf einmal so zu mir gefunden hat, was auch gut funktioniert. Ich hatte mal ein Radiomoderationstraining, also so ein quasi, wenn dir der Radiomoderator mal ein Mikrofon unter die Nase hält, wie reagierst du? Aber mehr dazu nicht, also. Okay, wie reagiert man denn dann? Also die Bundeswehr-Aussage war, möglichst wenig sagen und auf den Presseoffizier verweisen. Okay, ich dachte erstmal die Frage wiederholen oder so. So ganz, ganz profan. Ah, Sie wollen also wissen, ob, nein, und dann ja, dann muss ich Sie an den Presseoffizier verweisen. Zack. Genau. Wahrscheinlich irgendwann kam der Teil mit dem Fünfsatz und so weiter, oder? Nee, das war wirklich nur so einmal im Rahmen von irgendeiner Weiterbildung für Offiziere, falls sie dann mal angesprochen werden, was machen sie? Da war halt nur so schnittfest reden und an Presseoffizier weitergeben. Schnittfest reden, das ist ja ein geiles Wort. Entschuldigung, also ein besonderer Begriff. Schnittfest reden, muss ich mir direkt mal aufschreiben hier. Das ist ja. Ja, dass du nicht sagst, so nach dem Motto, nach meiner Einschätzung haben wir nicht auf die Truppen gefeuert oder was weiß ich, sondern dass du halt so möglichst kurze Sätze sagst, die nicht sinnentstellt werden können, was du ja zum Beispiel jetzt heute mit dem Steinmeier gehabt hast. Mir hobbit nicht Geschosse. Sowas, ne? Genau. Du hast gesagt, du bist IT-Berater bei kritischer Infrastruktur. Kannst du nachts ruhig schlafen? Ja, da ist das Licht ja aus, da brauche ich ja keinen Strom, ne? Ja, nee, aber also es ist ja schon mal so, wenn man manchmal in eine Küche reingeht und sieht, wie da so gearbeitet wird, dass man dann in diesem Restaurant möglicherweise nicht mehr essen möchte. Und ja, denke mir so als IT-Berater. Ja, das ist der Punkt, weswegen mir der Podcast auch hilft. Also das ist so ein bisschen Eigentherapie, gebe ich offen zu. Also das sind einfach Sachen, ich würde mich jetzt nicht als Prepper bezeichnen, aber ich habe halt trotzdem irgendwie mal 3 Wasserkisten im Keller stehen. Ist so gesellschaftlich ja noch akzeptiert, dass man sagen kann, ach ja, wenn mal Gäste kommen, haben wir Mineralwasser da. Ich bin ein Freund von Eingekochten. Das liegt halt auch noch, dass ich vom Land komme. Also so gesehen ist da so Marmelade machen und so halt doch eh Brauch. Und da ich mit Thailändern befreundet bin, mit Thailändern studiert habe, habe ich auch noch einen 10 Kilo Sack Reis in der Ecke stehen. Also ich bin jetzt nicht so der Prepper, der irgendwo Waffen vergräbt, aber ich bin doch der Meinung, so 2 Wochen Essen zu Hause zu haben und wenn es halt nur der trockene Reis ist, ist gar nicht so doof. Und wie gesagt, nach einem Jahr Weltreise bin ich auch recht genügsam, was das angeht. Und da wir eh die volle Campingausrüstung im Keller liegen haben, wäre das im Notfall dann nicht das Problem. Und das mit dem ruhig Schlafen, es ist halt überall schoddig. Also es ist ja egal, in welche Industrie du guckst. Man fragt sich immer, wie wir es geschafft haben, schon allein bei der Erfindung des Feuers und nicht an und nur die Pfoten zu verbrennen. Und da ist es halt so, dass ich sage, egal wo man hinguckt, ist ja irgendwas, was schief geht. Und das ist das Interessante an diesem Podcast. Du kannst mir irgendein Thema nennen. Also Armin, weil ich ihn gerade im Chat sehe, hat mir das Intro geschrieben und jetzt ein neues Outro. Und da habe ich mir gesagt, okay, ich mache jetzt als nächste Folge, die kommt nächste Woche raus. Achtung, Spoiler, wenn ich hören will, die nächsten 10 Sekunden, da mache ich was über Musik. So, und dann habe ich halt angefangen, mal zu überlegen, was kann bei Musik schiefgehen? Ja, was kann bei Musik schiefgehen? Ja, und überlegen wir mal zusammen. Wo ist denn Musik besonders wichtig? Im Konzert. Im internationalen Rahmen. International. Hier so, wie heißt das denn? Nationalhymnen, wenn irgendwelche Paraden sind oder so. Ja, da kann man mal die falsche spielen. Haust du das mal bei Google rein? Genau, und schon hast du ein Thema. Ah, da war doch mal, kannst du da hat doch mal irgendjemand alte Kameraden oder sowas gespielt, statt der deutschen Nationalhymne oder sowas. Das war ganz krass. Sowas zum Beispiel, dann gibt es auch Militärbands. Also so eine Militärband existiert ja eigentlich nur, um möglichst zackig das Land zu präsentieren und gerade bei solchen Empfängen. Und da gibt es halt auch Militärbands, die, na, ich sag mal, nicht ganz so zackig sind. Ja, da findet man bei YouTube auch schon genug Beispiele. Gehört, ja. und daraus kann man dann halt eine Folge machen. So, und jetzt habe ich für Arnim, hat er seine Customized-Folge, die kommt nächste Woche Mittwoch raus.
Und da geht es um Musik und solche Fehlschläge. Man kann bei dir Folgen bestellen. Naja, wenn man sich da, also gegen Auphonic spenden, bin ich da bestimmt bereit. Und Arnim hat halt so viel schon für den Podcast gemacht. Ich meine, meine ersten Folgen fingen an, ein kompetenter Podcast würde hier ein Intro haben. Und dann kriegte ich halt in Folge 3 auf einmal so einen Link zugeschickt, so hier hast du ein Intro. What? Und das war dann so der Punkt, wo dieses Scherzprojekt ein wenig eskaliert ist. Und naja, es stellt sich halt raus, egal wo man guckt und wo man den Teppich mal hochguckt, jeder hat irgendwie eine Leiche im Schrank und Dreck unter den Teppich gekehrt. Und egal wo man ist, guckt und guckt, passiert das halt. Und ja, dadurch ist dieser Podcast jetzt interessant, sage ich mal. Und ich hatte auch überlegt, ob ich das mit irgendwelchen Co-Podcastern mache, was natürlich interessanter wäre und auch witziger, weil sich selber was in den Bart zu nuscheln ist nicht so witzig, als wenn man irgendwie so einen Lachtrack nebenan hat als zweiten Podcaster. Aber dummerweise ist natürlich auch was mit mehreren Leuten wieder fehleranfälliger. Und so kann ich halt jetzt abends mal, wenn ich im Hotel sitze und ich sag mal Langeweile habe, dann kann ich mal eine Folge aufnehmen und muss mich jetzt nicht irgendwie drum kümmern, ob das WLAN funktioniert, was in diesem Hotel ja auch noch eine eigene Geschichte war, bis ich hier reinkam und ähnliches. Und dann, ja, so basiert jetzt der Podcast drauf, dass man über random Themen sich raussucht und einfach mal guckt, was da schief geht. Ja, und was dann insgesamt die Lage der IT angeht, ja, das ist halt überall gleich schlimm. Und dann muss man einfach hoffen, dass das, was man selber nutzt, nicht da am schlimmsten ist, sondern irgendwas anderes eher betroffen ist. Also, naja, so mit dem Stromausfall und so rechnet man dann doch schon, aber das rechnet man schon als Energieingenieur. Also da, wenn man halt mal durchrechnet, wie viel Versorgungssicherheit München hat im Studium und man selber in München sitzt zum Studium, dann überlegt man sich halt auch noch, ob man sich nicht auf die Studentenbude noch den Dieselgenerator stellt. Aber ich dachte, das sei alles redundant ausgelegt, jetzt mal ganz naiv gedacht. Ja, Redundanzen heißt zweifach, ne? Zum Beispiel, ja, also einmal von rechts und einmal von links. Wenn die rechte Leitung ausgeht, dann nehmen wir halt die linke oder so. So, und wenn du jetzt überlegst, Leitungen müssen möglichst maximal ausgelastet sein, damit sie sich kostentechnisch rentieren. Und wenn du dann überlegst, naja, alles über 51% Auslastung heißt, du hast keine Redundanz mehr. Wirtschaftliche Zwänge und Redundanzen. Kannst du mal überlegen, was denn passiert? Ich habe auch sowas erlebt, wenn ich eine Leitung habe, die vollständig das leistet, was sie leisten soll, und diese wird quasi redundant ersetzt, also dann hast du natürlich 200%. Nee, also München hat 2 Einspeisepunkte, diese beiden sind zu 70% ausgelastet. Ständig? Ja, meistens. Okay, ja gut, also das geht natürlich dann nicht auf. Zu dem Zeitpunkt vor 11 Jahren, als ich studiert habe. Ja, also kann sich natürlich jetzt geändert haben. Ja, oder ich habe halt auch solche Sachen erlebt wie Redundanzen, da hast du einen Schlüsselschalter, um von einem Server auf den anderen umzuschalten. Dann fragst du mal nach, ja, Redundanz, ja, da ist doch ein zweiter Rechner eingebaut. Ich so, ja, und wie soll der die Updates kriegen? Wie soll der irgendwie Informationen kriegen, wenn der nur eingeschaltet wird im Notfall? Ja, ne? Startet dann mit Windows 3.1, ist klar. Ja, ne, oder ich habe halt auch erlebt, so in einem Umfeld, wo man damit rechnet, dass Sachen kaputt gehen, um es mal freundlich auszudrücken, dass man halt die Redundanz im selben Schrank eingebaut hat. Wo man sich dann überlegt, ja, wenn es brennt oder wenn da irgendwie ein großes Loch auf einmal in der Wand ist und der Serverschrank weg ist. Das ist ja nun wirklich das kleine Einmaleins der Datensicherheit. Also das wird nicht eingehalten bei großen kritischen Infrastrukturen. Jetzt machst du mir ein bisschen Angst. Also da musst du nicht mal auf große Infrastruktur denken. Naja, ich meine, insofern groß, dass eben viele davon abhängen. Also die Stromversorgung einer ganzen Stadt oder einer Region beispielsweise, die, da würde ich ja schon, also sagen wir es mal so, ich habe ja schon erlebt, dass der Strom ausgefallen ist auf der Arbeit oder auch zu Hause und innerhalb von Minuten oder manchmal hat es auch eine halbe Stunde gedauert, ist er wieder da. Ich vermute mal, wenn der Bagger jetzt die Leitung zerlegt hat oder was auch immer, man wird nicht in einer halben Stunde die gesamte Leitung gepflegt haben, sondern man wird irgendeine Umleitung gefunden haben und das nehme ich dann als Redundanz an. Aber wenn ich dich jetzt höre, würde ich vermuten, das war dann nur glückliche Fügung. Das hätte gar nicht so aufgegeben. Ja, und du hast ja auch noch einen großen Lastabwurf. Wenn du erstmal einen Stromausfall hast, ist ja erstmal Last weg. Den brauchst du auch weniger.
Ja, im ersten Moment, aber wenn du dann wieder einschaltest, das ist sowieso, das könntest du mir vielleicht mal erklären, wenn man nach Stromausfall quasi den Hauptschalter wieder einschaltet und alle Verbraucher, die ja noch eingeschaltet sind, in der Regel, man ist ja eh duster oder es funktioniert nicht mehr oder man kommt ja gar nicht auf die Idee, dass man dann vielleicht das Gerät mal abschaltet, weil es ja eh nicht mehr läuft. Dann hast du wenn dann alle Verbraucher gleichzeitig hochfahren, dann muss es ja eine irre Spitze geben und die muss man ja auch erstmal abfangen. Einschaltstrom, also ich kann es verdeutlichen, ich habe ja vorhin schon erzählt im Vorgespräch, ich habe auch mal Netzwerkpartys organisiert, so in der Schulzeit. Da hatten wir dann eine Netzwerkparty im Dorfgemeinschaftshaus einer Kirche gemacht. Und da waren wir so rein drin, noch so schön mit den Röhrenmonitoren und Uckermann kam auf die geniale Idee, ich habe Bock auf Suppe. Also Wasserkocher genommen, Steckdose, Tütensuppe, Wasserkocher an, erste Reihe aus. Ich so, scheiße, kein Strom mehr auf Wasserkocher. Nächste Reihe, drück Reihe aus. Scheiße, immer noch nicht warmes Wasser. Ich hatte nachher warmes Wasser und die halbe Hälfte der die Hälfte der Halle war halt schwarz und ziemlich sauer. Prioritäten setzen. So, dann haben alle ihre Monitore wieder angemacht und Monitore alle gleichzeitig waren zu viel für die Sicherung. Auch noch, nachdem sie wieder drinne waren, womit dann die Hauptsicherung des Gebäudes geflogen war. Womit dann alles dunkel war. Aber bis dahin hatte ich dann auch die Suppe wenigstens fertig. Und das ist halt einfach ein grundsätzliches Problem. Also so hattest du es ja auch im Wendland, diesen großen, oder Münsterland war der große Stromausfall durch den Schnee, wo dann halt mehrere Leitungen nacheinander weggebrochen sind. Oh, das wollte ich auch mal als Folge machen. Scheiße, jetzt habe ich schon wieder ein Thema für die Liste. In den USA hast du akut gerade einen Stromausfall, wo sie halt sagen, da hauen wir jetzt gerade mal die ärmeren Wohngebiete weg für 5 Tage. Weil es gerade Waldbrandgefahr und die Leitungen berühren gerade Äste und dadurch würde es jetzt Brände geben. Deswegen schalten wir euch mal vorsorglich den Strom ab. Und da stellt sich raus, dass dieser Energieversorger, anstelle mal Geld dafür zu investieren, die Leitung freizuschneiden, lieber mehr Geld an die Aktionäre ausgeschüttet hat. Das ist ein rein hausgemachtes Problem. Die hätten halt das komplett verhindern können. Und einfach nur aus Profitgier oder Dummheit, Dämlichkeit, Idiotie, wie man es nennen möchte, das halt nicht gemacht haben. Ja, die wollten halt auch Suppe essen, so wie du damals. Genau. Nee, und so gesehen, es gibt halt überall genug Beispiele, wo man sich denkt, oh Gott, wie funktioniert denn das überhaupt? Also ich bin immer überrascht, dass ein Flugzeug nicht vom Himmel fällt. Ja, gut, das bei den Airbussen und Boeing jetzt mit der Software war das ja auch wieder so ein Ding, ne? Ja. Ich habe auch eine längere Folge mit Roddy gemacht zum Thema, zum Cargolifter, wo man auch denkt, so, oh Gott, diese Probleme hättet ihr euch mal von Anfang an überlegen können. Also zum Thema Luftschiffe. Also es ist überall, wo man guckt eigentlich. Es ist vielleicht ein etwas negatives Weltbild, das ich dadurch habe, durch diesen Blickwinkel, aber ich lasse mich dann immer gern positiv überraschen, wenn was doch funktioniert. Also wie gesagt, auch Medizintechnik, wenn du da guckst, wird es düster. Wenn du anfängst mal bei selbstfahrenden Autos ein bisschen drüber nachzudenken, wird es düster. Wenn du insgesamt mal über das Verkehrssystem nachdenkst, wird es düster. Ja, wenn man das deutsche Verkehrssystem vergleicht mit den Niederländern, wie die Straßenplanung ist und wenn du dann weißt, der alte Hamburger CCC, der war da in der City Ost oder Nord, wie das da hieß, dieses extra autofreundlich gebaute Viertel, wo du als Fußgänger dann immer irgendwelche Brücken hochrennen musst und wieder runter und extra auf irgendwelchen Hochwegen läufst, damit das Auto ja durch diese Stadt durchknallen kann. Und dann das mal vergleichst irgendwie zu den Niederländern, die dann halt extra radfreundliche Städte gebaut haben, im Gegensatz zu autofreundlichen Städten. Also so gesehen, überall, wo man hinguckt, kann man nur sagen, och Menno, und mal ordentlich den Kopf auf den Tisch knallen. Und ja, darin besteht hauptsächlich der Podcast. Aber auch für die Niederländer war das ja ein Lernprozess. Also da waren die Straßen ja auch zunächst einmal PKW optimiert und dann hat man langsam angefangen, das Ganze umzustellen. Also das ist ja auch nicht vom Himmel gefallen, sondern folgt einer gewissen Einsicht, soweit ich das jedenfalls verstanden habe. Das vielleicht ist ja auch die Idee. Kommen wir ja noch dahin. Vielleicht müssen wir den Optimismus ja nicht ganz fahren lassen. Nee, das ist ja auch die Idee in meinem Podcast an sich, dass ich versuche es nicht zu werten, aber es ist halt so, ich stelle Probleme vor und vielleicht kann man ja in seiner akuten Projektsituation, die man selber bei sich in der Firma hat, da mal Parallelen zu ziehen, so nach dem Motto, ja, das war damals schon eine dumme Idee und das, was ich jetzt ähnlich vorhabe, das ist vielleicht auch eine dumme Idee. Das sind solche Geschichten.
Also danach wähle ich auch so ein bisschen aus, dass ich sage, es sollte immer noch so ein kleiner Lerneffekt dabei sein. Also jetzt, wie gesagt, ich bereite eine Folge vor über die größten Kanonen der Welt und im Endeffekt, Großkanonen waren schon zu jeder Zeit, also auch im Mittelalter, sinnlos, weil sie zu schwer zu transportieren waren und eigentlich nicht funktioniert haben. Ich meine, es ist zwar total toll, wenn du eine 15-Tonnen-Kanone mit irgendwie 20 Ochsen zum Schlachtfeld schleppst, aber wenn du stattdessen irgendwie 15 kleine Kanonen haben könntest, die du irgendwie leichter transportieren kannst, dann sollte man drüber nachdenken. Und diesen, ja, ich brauche unbedingt die perfekte Goldkantenlösung, die größte, die schwerste, die tollste Lösung, das beste Programm für meinen Einsatzzweck, das hat man ja auch heutzutage noch. Ne? Also, wenn wir jetzt mal anfangen bei System D, zum Beispiel bei Linux, ja, die wollen ja alles in dieses Teil reinbauen. Das ist dann irgendwann auch so eine Riesenkanone. Ob das sinnvoll ist oder nicht, da muss man wer anders drüber urteilen. Das möchte ich hier gar nicht tun. Ja, oder SAP als Riesenlösung. Wenn man alles immer auf SAP mit der größten Kanone beschießt, ob das immer das Richtige ist, weiß ich nicht. Ne? Und das kann auch nur jemand, der in dieser Projektsituation vielleicht ist, entscheiden. Das kann ich ja nicht von außen bestimmen. Und ich bin halt einfach nur durch den Job jemand, der dumme Fragen stellt und fragt, meinst du, das ist denn die richtige Lösung oder nicht? Oder bist du dir sicher? Und das, diese Fragen muss man dann wer anders beantworten. Okay, wem stellst du dann die Fragen? Sind das dann die Systemverantwortlichen oder die Firmenlenkerinnen? Oder alle möglichen. Also ich sag mal so, du musst schon damit klarkommen, wenn du in einem Unternehmen voller Krawattenträger bist, dass du da so einen 2-Meter-Typen hast mit langen Haaren, Metal-Shirt und Tätowierungen, der dann eine Frage stellt, so, meinen Sie, das ist eine gute Idee? Es vertragen nicht alle. Das ich kann mir vorstellen, das ja. Witzige Ding, dass ich halt irgendwie die eine Hälfte der Kunden mögen mich gar nicht, da komme ich auch nie wieder. Und die andere Hälfte der Kunden ordern mich bewusst. So nach dem Motto, weil ich denn derjenige bin, im Gegensatz zu solchen, ich sag mal, schlipstragenden Beratern, die immer nur sagen, ja, das wird schon. Hauptsache, wir haben jetzt 6 Monate lang Projekt. Ich bin so ein Typ, ich möchte am liebsten eigentlich gar nicht beim Kunden sein. So, und ich finde das Reisen total dämlich an sich. Am liebsten wäre ich zu Hause in meiner Hängematte, so nach dem Motto, das ist mein Idealzustand und ich versuche diesen Idealzustand schnellstmöglich wieder zu erreichen. Das heißt, ich habe auch beim Kunden versuche ich das Projekt so schnellstmöglich einfach zu erledigen, im Gegensatz zu anderen Beratern, die ja vielleicht bei 10, 15 Jahren in so einem Langfristprojekt sitzen. Also man hatte mir auch angeboten, so nach der Bundeswehrzeit, ach komm, geh in die Rüstungsindustrie, da kannst du ja in 20 Jahren an einem Schiff rumfrickeln. Und weil da sind so die Laufzeiten so bei Bundeswehrprojekten, das ist einfach nicht meine Welt. Ich möchte am liebsten 3 Monate, 6 Monate Projekt, danach ist das Problem gelöst oder das Problem ist nicht zu lösen und dann suche ich mir was anderes. Und ja, so ist es halt auch, dass ich eigentlich von dem kleinsten Admin bis zum Firmenchef den Leuten die Fragen stelle und eigentlich nicht da bin, um die Probleme für sie zu lösen, sondern ihnen nur zu helfen, selber auf die Ideen zu kommen, die Probleme zu lösen. Und ich bin halt auch derjenige, der im Zweifelsfall mal den Status quo in Frage stellt. Weil es gibt ja immer dieses, ach, das ist Tradition, das machen wir immer schon so und das ist ja die beste Lösung, das machen wir schon so. Und ich bin dann der Mensch, der sagt, ja, warum? Erklären Sie mir das mal. Wo steht denn das? Wieso ist das so? Wie funktioniert das? Und dann irgendwann ist die Doku am Ende und man weiß halt auch nicht, warum man das schon immer so macht. Und dann stellt man vielleicht fest, ach, wenn man es anders macht, ist es vielleicht leichter. Oder es gibt einen validen Grund, warum man das so macht. Also es kann ja auch sein, dass es zum Beispiel irgendwie in der Anlage einfach durch verschiedene Kabellängen nur so ist, dass man den ersten Schaltschrank vom zweiten einschalten muss oder was weiß ich. Kann ja passieren. Aber das sollte man dann auch entsprechend dokumentiert haben und nicht so ein, ich sag mal, Techno-Voodoo machen und um die Anlage rumrennen im Baströckchen und Ula-Ula schreien, ohne zu wissen, warum man Ula-Ula schreit. Aber wenn es über den Placebo-Effekt hinaus wirkt, ist ja gut. Ja, ich habe da doch eher ein wissenschaftliches Weltbild. Aber sag mal, die Bundeswehr, die stellt doch jetzt eigentlich auch ganz stark auf Cyberarmee und so weiter um und Hackback und so weiter. Das sind ja Begriffe, die auch Linus beispielsweise im Logbuch Netzpolitik gerne mal verwendet. Da wärst du doch mit deiner Expertise eigentlich doch bei der Bundeswehr ganz gut aufgehoben. Oder bist du gerade nicht mehr da, weil du diese Fragen stellst? Was machen wir hier eigentlich? Beides. Also mein letzter Chef hat mir in die Beurteilung geschrieben, Herr Uckermann, Sie sind das, was die Bundeswehr braucht, aber nicht das, was die Bundeswehr will. Er hat auch explizit empfohlen, dass ich in so eine Hackereinheit versetzt werde.
Aha. Da hat man aber damals gesagt, nee, das geht nicht, ich bin ja kein Heeressoldat und ich habe ja die Russen noch nicht abgehört. Weil damals war eine der Voraussetzungen, ELOKA-Offizier vom Heer. Und ich so, ich bin IT-Offizier. Das hat mit Marine dann mehr zu tun. Ja, aber die ELOKA ist gerade aufgelöst worden und die brauchen die Dienstposten. Und ich halte von diesem ganzen Hackback auch nichts. Also ich bin der Meinung, solange ich noch nicht den letzten Windows XP-Rechner irgendwo abgestellt habe und mich nicht um meine Security selber gekümmert habe, dann brauche ich auch nicht losrennen. Also wenn man nackt mit einem Schwert auf die Gegner losrennt, dann sollte man schon auf irgendwelchen Pilzen high sein und ein Wikingerkrieger namens Berserker sein. Ansonsten würde ich halt persönlich die vernünftige Ritterrüstung bevorzugen, bevor ich mit dem Schwert losrenne. Und das ist halt so meine Philosophie. Lieber erstmal ordentlich die Verteidigung machen, lieber erstmal ordentlich die Systeme auf den Griff kriegen. Und dann kann man sich mal überlegen, so zum Beispiel, man sollte ja mal vielleicht mal offen drüber nachdenken, muss denn alles auf Windows laufen? Ich meine, man muss mal überlegen, so als Bundeswehr, ich weiß nicht, was die gerade haben, 100.000 Leute, da könnte man sich ja auch mal eine, beim Heer so 100 Leute irgendwo hinsetzen, so eine Kompanie, die als Programmierer arbeiten und einfach mal Open Source vernünftige Lösungen schreiben für die Bundeswehr und für die Regierung. Also wenn ich jetzt auch Regierungssysteme so teilweise sehe, wie gesagt, NDA, darf man nicht drüber reden, aber insgesamt, naja, man hört ja so einiges, was so in der Presse ist und ja, da sollte man doch mal ein bisschen, ich sag mal, defensive unterwegs sein. Also es macht nicht Sinn, nackt aufs Schlachtfeld zu rennen und zu sagen, ich bin der Größte, ich bin der Geilste, greift mich an. Das könnte dann passieren und das wäre dann unangenehm. Also ich bin kein Bundeswehr-Hasser, ich bin nur extrem kritisch, was die Bundeswehr angeht. Also ich bin auch persönlich politisch sehr links eingestellt eher und eigentlich auch Pazifist. Hört sich witzig an als Soldat oder ehemaliger Soldat, aber Offizier und Pazifist. Ja, es ist witzigerweise, es gibt zwei Strömungen. Es gibt eine sehr bundeswehrkritische Strömung innerhalb der Bundeswehr selber, die auch eher pazifistisch sind, also Marburger Ring und ähnliche, die halt sagen, ja, wir sehen es ein, dass wir im Rahmen der Bündnisverteidigung dafür da sein müssen, um uns zu verteidigen. Und dann gibt es halt noch die, ich sag mal, eher konservativ Eingestellten, die ein bisschen kriegsgeiler sind. So, und ich gehöre eigentlich zu den Leuten, die sagen, ja, ich sehe es ein, so einen bewaffneten THW, den brauchen wir. Wir brauchen auch. Du hast super Begriffe. Schnittfest, bewaffneter THW. Das schreibt mir das alles auf hier. Na, und sowas braucht man halt eigentlich. Oder eine Küstenverteidigung, also Küstenschutz. Ich meine, ich war ja bei der Marine unterwegs. Ich habe auch vor dem 11. September unterschrieben gehabt, muss man auch dazu sagen. Also während meiner Bundeswehrzeit hat sich die gesamte Bundeswehr massiv verändert. Von so einer, naja, Friedenssicherungsmission zu Afghanistan, Irak und ähnliches. Und ich sehe es so ganz ehrlich, das BSI müsste dafür da sein, ordentlich Sicherheit zu machen. Ist okay, wenn da einen Geheimdienst noch gibt und die wollen hacken, ist alles okay, aber das muss deutlich getrennt sein. Und das Hauptziel auch bei der Bundeswehr oder bei den Behörden muss sein, einfach mal vernünftige, sichere Systeme zu machen. Und diesen ganzen Theater, den du da in München hattest, wegen der Linux-Einführung und, das sollte einfach nicht sein. Ich meine, Deutschland müsste eigentlich ein eigenes Betriebssystem haben, wo man sagt, okay, komm, und wir haben unsere Standardanwendung, die haben wir selber programmiert, die laufen da drauf, das ist Open Source, könnt ihr hier haben. Und dann kann man es mal vernünftig machen. Und also deswegen, diese ganze Offensivgeschichte halte ich zurzeit eher nur für überteuert und nicht zielführend. Da kann man für weniger Geld mehr erreichen. Ist natürlich nicht so cool, da kann man nicht mit dem schwarzen Hoodie. Es gibt ja auch so Thinktanks von der Bundeswehr, die sich dann immer damit fotografieren, dass sie jetzt mal keine Uniform anhaben. Und yeah, geil, ist nicht so meine Welt. Also ja, ich bin oder ehrlich. Gerade Herr Lindner letztens, ne, da war ja Christian Lindner von der FDP, hat sich da präsentiert in Uniform, weil er eben genau in der Cyberabteilung war. Also das beeindruckt ja, natürlich die Tastatur enorm, wenn man da in Uniform davor ist. Das ist doch ganz klar. Sagen wir so, er ist ja Reserveoffizier seit Ewigkeiten. Das ist halt bei den Konservativen ja doch eher so ein Aushängeschild. Auch so ein Sackreis im Keller, meinst du? Genau, das ist halt bei denen so. Also, zack, bumm. Also das ist üblich. Wo ich ein bisschen das Gesicht verzogen habe, war bei den Grünen.
als sie ihre Wehrübung gemacht haben. Also da hätte ich es verstanden, wenn sie da im Anzug statt in der Uniform rumlaufen. Aber da haben sie ja dann erstmal auf Instagram schön die Fotos gemacht, sie in Uniform und das Barett noch halbwegs schräg auf dem Kopf. Da habe ich so ein bisschen gezuckt. Also ich bin auch so, dass ich sage, wenn jetzt die Bundeswehr fragen würde, oh, wollen sie nicht bei irgendeiner NATO-Übung mal wieder mitmachen, IT-Sicherheit, irgendwie was verbessern? Ja, klar. Aber dann müsste man damit erleben, dass hier denn der Typ steht mit langen Haaren, weil die würde ich für die Bundeswehr nicht nochmal abmachen, mit dem langen Bart, und der dann mit den Händen in der Hosentasche steht und sagt, ja, das ist eine dämliche Idee, ne? Habe ich bei der Bundeswehr auch gemacht. Es gibt einen Grund, warum ich nie zum Kaloi befördert wurde. Damals noch mit kurzen Haaren, die würde ich jetzt halt nicht mehr abschneiden. Hast du den Mund aufgemacht? Widersprochen? Ja. Na gut, bei der Marine kann man sich das ja noch erlauben, aber beim Heer schon mal gar nicht. Ich bin dadurch witzigerweise dann immer zur NATO-Übung eingeladen worden, weil nämlich dann der Chef des Führungsstabs der Marine beim Einsatzstab der Meinung war, ja, da hat er wenigstens einen, der ihm mal die Wahrheit sagt. Und dadurch habe ich dann x NATO-Übungen mitmachen müssen und habe da auch meine Scherzchen und so getrieben. Also ich meine, so bei PowerPoint-Präsentationen, da kann man auch mal zur Not eine Folie austauschen. Ja gut, das kann man jetzt auch ohne tiefere IT-Kenntnisse. Also das würde ich ja, sogar... Ja klar, wenn man der Klickaffe ist, der jede Folie durchklicken muss. Und ja, da kann man nächstes seine... Nächstes Dia bitte, nächstes Dia. Ja, vor allem, wenn der Vortragende Dia mit Rücken zur Präsentation steht, kann man da viel Spaß mit haben. Ja, und hinterher machst du aber dann die Toiletten sauber dann zur Strafe. Ja, da muss man nur technisch gut genug sein, dass das dann so nach dem Motto, okay, wir akzeptieren, dass der Typ so durchdreht. Wir brauchen ihn trotzdem bei der nächsten Übung. Geht. Ist jetzt nicht zielführend, sage ich mal, wenn man Karriere machen will, aber wenn einem so ein Kapitän bei einer Übung nervt, warum er keine E-Mails kriegt, weil man ihm ja gerade erklären muss, wie man die Schriftart von Schwarz auf Rot ändert, ja, dann kann es schon mal passieren, dass das Bild von Osama Bin Laden durch das Bild von diesem Kapitän ersetzt wird, während er darüber redet, dass dieser Typ doch mal sofort bei Sicht erschossen werden soll, weil er so gefährlich ist und alle nervt. So mit mit Paint nochmal einen Turban und einen Bart dazu und dann passt das schon. Sowas kann dann passieren. Also ich würde mal sagen, das ist eher rustikaler Humor. Also da muss man, glaube ich, in der richtigen Situation und Stimmung sein, um da jetzt auch herzhaft drüber lachen zu können. Also, er hat nicht gelacht, aber komischerweise tauchte der Steckbrief von ihm überall auf der Übung auf, ohne mein Zutun. Schienen also alle anderen witzig gefunden zu haben. Naja. Klar, ist immer so. Nochmal zurück zu deiner Podcasterei. Du hast gesagt, du bist mit Podbean unzufrieden. Bist da irgendwie reingeraten? Also das ist ja vielleicht ein Thema, was den einen oder anderen auch oder die eine oder andere aus der Podcast-Landschaft interessiert. Was ist genau Podbean und warum bist du nicht so richtig zufrieden? Also Podbean ist so ein, ich sag mal, Spotify-Ersatz für Podcast. Du kannst da kostenlos Podcast machen. Haben da verschiedene Level und wenn du da klickst, steht da ja 5 Stunden und so viel Speicherplatz und Speicherplatz pro Monat. Und die haben auch eine App, da kann man direkt auf dem Handy Podcasts aufnehmen, ist also eigentlich echt komfortabel. Statistiken sind auch gut und relativ unkompliziert, da einen Account zu machen. Was ich nicht rausgefunden habe, was mir dann erst bei Podcasten auffiel, ist, dass diese 5 Stunden nicht monatlich sind, wie alles andere. Und dadurch musste ich dann irgendwann bezahlen, wenn ich mehr Podcasts hinterlegen will, als nur 5 Stunden. Aha. Und diese 5 Stunden hatte ich dann normalerweise im ersten Monat schon voll, weil, ja, wie gesagt, dieser Scherz etwas eskalierte. Und dadurch war es dann, ja, schwierig. Und dann habe ich halt gesagt, okay, gut, ich schmeiß mal Geld drauf. Und dann habe ich jetzt erst neulich festgestellt, dass man Kommentare auf den Episoden nur hinterlassen kann, wenn man deren App nutzt. Also sie versuchen auch die Hörer so ein bisschen reinzuloggen. Und auch wenn man versucht, auf Abonnieren zu klicken, kriegt man erstmal vom Handy aus die Empfehlung, das Ganze über deren App zu machen. Weswegen ich dann relativ lange gekämpft habe, auch um bei iTunes drin zu sein. Also ich habe dann irgendwie 3 Wochen gebraucht, bis ich dann endlich einen iTunes-Account hatte, der funktionierte mit Hilfe der Apple-Hotline und Ähnlichem. Weil die irgendwie mit meiner E-Mail-Adresse nicht klarkamen. Mit einem Pluszeichen drin konnten die einfach nicht um. Sie haben ein Sonderzeichen. Genau. Das geht nicht. Mhm. Und wir haben es ihnen auf ihren Sven Uckermann iTunes-Account gelinkt. Ich so, ja, nee, das ist mein privater iTunes-Account. Ja, wir haben es ihnen auf ihren Sven Uckermann-Account gelinkt. Ja, das ist der fürs Diensthandy. Das ist auch nicht der fürs... Ja, wir haben es ihnen... Ja, das ist...
auch wieder mein privater. Ja, wir haben es. Ja, das ist der Account, den ihr nutzen sollt. Danke. naja, und Podbean sorgt so ein bisschen für so ein Plattform Login. Das ist ein bisschen nervig. Also du hast halt das Problem, dass du ein bisschen, ja, die Leute da animiert werden, auf diese Plattform zu kommen. Witzigerweise bin ich, wenn ich mir die Statistiken angucke, relativ erfolgreich auf der Plattform mit meinen knapp 3000 Hörern. Ich weiß nicht, was ich gerade aktuell habe. Insgesamt, also auf alle Folgen gesehen, bin ich auf der, dadurch, dass es eine amerikanische Plattform bin, bin ich da von den Leuten, die das nutzen, relativ gut. Aber es ist halt ein bisschen clunky. Also ich weiß auch nicht, ich muss mir dann mal überlegen, wenn ich dieses Jahr Premium, was ich da bezahlt habe, wenn das rum ist, wie ich denn im Zweifelsfall den Podcast wegmigriere. Hat mir aber auch bewusst gesagt, ich möchte keine eigene Webseite haben, ich möchte mich nicht um den Speicher kümmern müssen, ich muss mich nicht darum kümmern, quasi irgendwie in WordPress zu updaten und so weiter. Das war bei mir so die Überlegung, weil ja die Überlegung original war, ich soll nur ein Scherz-Podcast werden. Und da wollte ich halt was, ich will da nicht extra noch eine Domäne extra hinhauen und extra einen Server und. Da war es halt schnell eine Möglichkeit. Und eine Möglichkeit, die im Amerikanischen, also wenn du bei Reddit guckst, welche Möglichkeit du nutzen solltest für Podcasts, sind die relativ weit vorne. Im Nachhinein wäre ich jetzt wahrscheinlich eher zu Podigy gegangen, ehrlich gesagt. Oder sowas im deutschen Markt eher verbreitet ist, aber da das so eine Schnapsidee mitten in der Nacht war, war das halt ja, so ein bisschen. Wir machen einfach mal schnell eine Lösung, die funktioniert. Hätte ich natürlich als IT-Berater besser wissen müssen. Also Lösungen, die schnell funktionieren, sind nicht unbedingt die optimalen Lösungen. Ja, und schnell, gut oder billig, ne? Die drei Sachen schließen sich. Ja. Also eins davon ist immer, geht weg. Also entweder schnell und gut, genau. Dann ist es aber teuer, oder schnell und billig, dann ist es nicht mehr gut. Oder gut und schnell, aber dann genau. Ist es teuer, oder? Also genau, ja. Und das ist also, an sich ist die Plattform okay, du kriegst einen freien RSS-Feed raus, ist als Podcaster halt doof, du musst ein bisschen Geld zahlen, und zwar auf eine, na, ich sag mal, intransparente Art und Weise, weil bei denen in den Preislisten steht halt nicht, dass die 5 Stunden nur einmalig sind. Lebenszeit, ja. Ja, das ist halt so doof, und insgesamt hätte ich jetzt bei Podigy wahrscheinlich, wäre wahrscheinlich ein bisschen teurer gewesen, aber war insgesamt wahrscheinlich der bessere Deal. Sonst vom restlichen Podcast her, ich nutze jetzt mittlerweile auch Auphonic. Auphonic haut das dann auch automatisch bei YouTube mit rein. Die Folgen auch ohne Zeitversatz, also deswegen die Folgen stehen dann schon eher bei YouTube. Also wenn sie fertig sind, landen sie bei YouTube. Das ist dann so ein, ich sag mal, dezentrales Backup für mich, primär. Ja. Und falls Leute dann halt irgendwie die YouTube-App haben, können sie darüber dann halt auch zur Not den Podcast finden. Ist halt so eine Überlegung, Backup-mäßig. Ja, und ansonsten ist da halt nicht viel hinter. Ich habe halt diese HMC-Headsets, hatte ich mir erst eins von Björn ausgeliehen, jetzt habe ich mir eins selber gekauft und habe ich so ein Behringer USB-Interface, das kleinste von denen, auch von Björn gerade ausgeliehen, werde ich mir wahrscheinlich auch nochmal besorgen. Ja, und dann das Ganze rein in Audacity und wie es richtig ausgesprochen wird. Ich hatte mit Ultraschall angefangen. Ja. Ultraschall ist mir aber ein bisschen zu kompliziert, da müsste ich Zeit investieren, um das zu lernen. Du bist Berater für kritische Infrastruktur, da wirst du doch wohl mit Reaper und Ultraschall klarkommen, bitte. Ich habe persönlich in meiner Freizeit keinen Bock auf IT. So gar nicht. Okay, das kann ich total gut verstehen. Also ich lese lieber backen oder was mit Holz, ne? Genau, ich schreibe mit Füllern, mit Tinte auf Papier. Also ich bin halt so ein Mensch, ich versuche bewusst nach Feierabend nicht groß rumzuhacken und rumzufriemeln. Ja, einfach auch abzuschalten. Und ja, ich bin mit dem Podcasten auch dadurch ein bisschen in Kontakt gekommen, weil mein Leben zurzeit von einem Podcast sehr stark bestimmt wird. Und zwar von dem Pretschett-Podcast. Das ist ein Leseklub für die Pretschett-Romane. Und den verfolge ich jetzt seit Anfang des Jahres. Und jeden Monat lese ich jetzt sklavisch das Buch, das im nächsten Monat bei denen besprochen wird. Und dadurch war halt auch diese Podcast-Idee so ein bisschen im Hinterkopf. Und dann höre ich halt noch zwei amerikanische Podcasts, die so zusammenhängen. Das ist Lions Led by Donkeys, das sind über militärische Fehlschläge. Und Hell Away to Die, das sind amerikanische Verteidigungsnews. Alles ehemalige Soldaten, die das besprechen, und aktive Soldaten.
Und das war so eine Kombination auch so ein bisschen, die dann bei mir im Hinterkopf war. Also ich habe einen Podcast, den ich wirklich wegen dem Inhalt sklavisch verfolge. Und dann hatte ich noch so, ich sag mal, von linken amerikanischen Soldaten einen Antikriegspodcast im Reader. Und dadurch hatte sich das dann auch so wieder ein bisschen noch ergeben mit dem Podcast. Ja, und das, ja, da ergibt sich das dann insgesamt so. Ich meine, dass das also ein sehr naheliegendes technisches Feld, wo man auch immer von viel Pleiten, Pech und Pannen hört, ist ja die Bahn, die Deutsche Bahn. Das hast du noch gar nicht so auf dem Kieker oder kommt das noch? BahnCard 100. Ich habe die Bahn auf dem Kieker, aber nicht so, wie du denkst. Ich bin auch so ein Mensch, ich versuche historische Beispiele zu nehmen. Einfach auch so aus NDA-Gründen. Nicht, dass mir einer nachher sagt, ah, sie haben doch aber in dem Projekt selber mitgearbeitet oder sonst was. Okay. Aber es gibt da auch historisch noch interessante Beispiele. Also ich bin jetzt so beruflich nicht mit der Bahn verbunden, außer dass ich sie nutze. Aber ich möchte sowas halt einfach, dadurch, dass man auch Freunde hat, die für die Bahn arbeiten oder ähnliches, oder Leute kennt, die im Zweifelsfall irgendeine App für die Bahn geschrieben haben. Die IT-Szene in Deutschland ist doch recht klein, möchte ich da auch Leuten einfach nicht zu doll auf den Fuß treten. Und dann suche ich lieber so, na, ich sag mal, witzige Geschichten von vor 40 oder 50 Jahren raus, hab da aber noch akut noch keine witzige Bahngeschichte gefunden. Ich habe auch aktiv noch nicht danach gesucht. Also Space Shuttle ist jetzt eine Sache, die mir noch größer auf dem Schirm steht, hatte ich ja vorhin schon erzählt. Ja, aber witzig ist das doch auch nicht, dass da Menschen zu Schaden gekommen sind beim Space Shuttle. Naja, Space Shuttle. Lachen wird kann ich witzig, da nicht wenn, drüber, muss ich sagen. Naja, witzig wird's, wenn du die Designgeschichte dazu kennst. Ich rede gar nicht von den Unfällen, die da zum Schluss passiert sind. Das Space Shuttle ist ein Design-Irrtum. Als solche. Ja, ja. Also die haben, ich weiß aus irgendeiner Quelle, dass die drei Haupttriebwerke vom Space Shuttle so wackelig waren, dass sie jedes Mal gedacht haben, die würden den Start nicht überstehen und sind selber überrascht, dass das 30 Jahre gehalten hat. Also sie wissen selber nicht genau, warum. Es fing ja damit an, dass eigentlich die US Air Force, die ja auch ein eigenes Weltraumprogramm hatten, die hatten so eine Idee von so einem Weltraumflugzeug. Also im Endeffekt ein kleines Flugzeug, das wird auf so eine Trägerrakete oben drauf geschnallt, um Leute ins All zu bringen. Weil man hatte ja auch dieses große Konzept mit so einer Transferstation, mit einem quasi Fracht-Shuttle-System, dass man zu einer Mondstation bauen will. Und die hatten ein Riesensystem. Und dann hat halt irgendwann der Kongress gesagt, nee, ihr macht doch bitte mal alles zusammen. Also die NASA hat eine Idee und die Air Force hat eine Idee. Es gibt übrigens auch ein Militärbuch drüber über Waffen auf dem Mond, was man denn sich auf dem Mond vorstellen könnte als Waffen, wo ich gerade lese, Trump's Space Force. Sehr interessant, wo sich denn einer darüber Gedanken macht, wie das denn mit dem Rückstoß auf dem Mond aussieht, ob man denn da durch die Gegend fliegt und ähnliches. genau. ja. Also, wo ist der Kollege? Ja, der ist noch. ja, es ist ein interessantes Pamphlet, müsste ich auch mal eine Folge drüber machen. Naja, auf jeden Fall hat man dann gesagt, okay, wir machen dann alles, was die USA will, zusammen in ein Gerät. Und das soll halt auch so, naja, ich sag mal kommerziell fliegen, so SpaceX-mäßig, Räderzeit innerhalb kürzester Zeit. Naja, und dann hat halt die NSA gesagt, ja, und die müssen eine Möglichkeit haben, von einem dieser Startstützpunkte einmal über den Nordpol zu fliegen und dann wieder zu landen nach zwei Umkreisungen. Und dadurch hat das Ding übergroße Flüge gekriegt, damit es möglichst lange gleiten kann. Jo, und das hat halt ewig viel andere Probleme gesorgt. Und dann halt auch diese ganze Anordnung, wie sie dann mit dem Treibstofftank und den Seitenboostern. Und die Seitenbooster wurden ja vergeben, damit man halt irgendwelche Gouverneure glücklich macht. Und dann mussten sie das Ganze per Schiff irgendwie super umständlich transportieren und von einer Ecke des Landes in die andere Ecke. Und also dieses ganze Design ist halt so viel Korruption, so viel sinnlose Designentscheidungen. Oder dass dann halt im Zweifelsfall mit dem Skylab drinne gibt es unten eine Notfallprozedur, da hätte dann ein Astronaut im Frachtraum den Wiedereintritt mitmachen müssen. Und ja, das ist eine krasse Geschichte, ne? Ja. Genau. Oh, und wie gesagt, hier rappelt das, ein wird Wecker. Eine längere, das wird eine längere Wir Folge. Wir reden noch zu Ende, ja. Da bin ich halt einfach so, dass ich sage, okay, komm, da ist so viel Schwachsinn allein in dem Design. Ich rede gar nicht jetzt von den Unfällen. Ich meine, Unfälle passieren, okay. Das ist
bei der Weltraumfahrt ist das halt so. Aber einfach diese Designsachen. Und da gibt es halt auch ein schönes Buch, das nennt sich Ignition. Das ist von einem Navy-Chemiker nach dem Zweiten Weltkrieg über Treibstoffe. Und da hat er halt so Bilder drin wie, so sieht ein Teststand aus, wenn er funktioniert. Danach ein Riesenkrater. So sieht ein Teststand aus, wenn er nicht funktioniert. Ich empfehle Leuten in meiner Arbeit, wenn sie mit dem und dem Treibstoff arbeiten, gute Laufschuhe, weil sobald es anfängt zu rauchen, solltet ihr weg sein. Extrem witziges Buch. Hatte ich auch mal in einer der Folgen schon genannt. Ja, habe ich gehört, genau, ja. Das hatte ich gehört aus deinem Mund. Ich habe mir 2, 3 Folgen mal angehört. Die vom Camp habe ich gehört und dann noch irgendwas. Ich glaube, genau, die ist ein extrem gutes Buch. Haben sie jetzt nach x Jahren endlich mal wieder ein Hardcover aufgelegt. Kann ich nur empfehlen, sich mal zu kaufen. Okay. Wer unsinniges Wissen über Weltraumfahrt haben will und wieso Treibstoff in die Luft fliegen, ist das ein absolut geniales Buch. Sehr schön. Letzte Frage, die ich an dich habe. Wie kommst du auf deine Episodentitel? Wenn ich mir hier die aktuelle 24 anschaue, Hose runter, Schwanzvergleich, abpimmeln für die Landschaft. Das ist ja schon eher so ein bisschen schwer verdaulich und macht jetzt vielleicht nicht unbedingt so richtig neugierig. Wie kommst du auf diese Titel? Alles sind Musiktitel. Der erste Teil ist immer ein Musikstück. Und das ist diesmal JBO gewesen. Was ja eine Fun-Band ist, die auch so ein bisschen Manowar parodiert. Hupsi, wieder mal Manowar-Gag eingebaut. Und es geht ja darum, dass sie dort eine Ritzung von einem stehenden Riesen nachbauen. Und da hat man festgestellt, die Forschung, dass das Primärerkennungsmerkmal des männlichen Geschlechtes dort über die Jahrhunderte gewachsen ist. Bei jedem Pflegen ist der ein wenig größer geworden. In der Landschaftspflege. Ja, ja, und da war dann natürlich erstmal die Suche, gibt es denn ein Musikstück, das auf das männliche Geschlechtsteil anspielt? Und da bot sich diese etwas derbe Version von JBO denn doch an. Also ich suche immer irgendein Musikstück, das ein bisschen zu der Episode passt raus. Ja, ja, da ist okay, also okay. Immer so ein kleiner Teaser auf die Episode, ist in der Auswahl des Musikstücks versteckt und bei dem Titel hat es sich dann angeboten, nachdem da eh schon aller Charme im Anfang des Titels geflossen ist, dass man dann das Wortspiel auch direkt weiter durchzieht. Ne? Schon einmal Augen zu und durch und dann ist dadurch der Titel auch selbst für meine Verhältnisse deutlich derber geworden als üblich. Ja, okay, hier stehen auch andere Titel, zum Beispiel, was habe ich gerade gesehen, Sound of Silence, ein Loblied auf die Homöopathie. Ja, das war eine Herausforderung an mich selber. Ich habe mir vorgenommen, einfach nur Gutes über die Homöopathie zu sagen. Okay, ist bestimmt süß geworden, die Sendung. Ja, vor allen Dingen an sich wenig Inhalt. Deswegen ja auch Sound of Silence. Ich habe eine Seite der Homöopathie Befürworter vorgelesen, was die alles sehen als Vorteile der Homöopathie. Also zum Beispiel, dass es keine Tierversuche gibt. Sehe ich auch so. Also es ist ein Riesenvorteil, wenn man gleich auf Menschenversuche geht, dass man da dann den armen Kaninchen in den Käfigen keine Medikamente mehr spritzen muss. Also das ist schon echt ein Vorteil der Homöopathie, muss man so sagen. Ne? Also wenn man mal positiv über die Homöopathie reden muss, da kommt kein Tier zu Schaden, außer sei die Eigner geben den homöopathischen Mittel. Ja, das ist natürlich ein sehr gutes Argument. Ironisch, gebe ich zu. Die gesamte Folge ist ein wenig sehr ironisch gewesen, aber es war halt gerade dieser Homöopathie-Hype in der Podcast-Szene und dachte ich, da muss ich ja mitmachen. Ich bin ja eine absolute aufmerksamkeitssüchtiger Mensch, also musste ich da dann gleich erstmal eine Episode entsprechend dazu machen. Und da ich natürlich so gut organisiert bin und die Episoden so 3 bis 4 Wochen im Voraus aufnehme, verpasse ich auch jeden Hype. Also deswegen immer, wenn was bei mir rauskommt, ist garantiert der Hype schon wieder vorbei und die Situation. Dann ist die Suppe schon wieder kalt. Okay, aber das passt natürlich zum Titel, der inkompetente Podcast. Genau. Das ist ja quasi dann schon eingepreist von vornherein. Ja, ich mache es auch bewusst so, dass ich halt sage, ich habe immer 3 bis 4 Folgen vorher was fertig. Ich möchte halt jeden Mittwoch rauskommen. Und ich rechne auch mal damit, dass ich jetzt irgendwie Grippe habe und nicht reden kann oder irgendwie Urlaub dazwischen kommt. Ich war jetzt 3 Wochen im Urlaub, trotzdem sind die Podcast-Episoden rausgekommen. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Wunder der Technik.
Ja, und dadurch, dass die Episoden auch kurz sind, kann man halt im Zweifelsfall auch mal 2-3 Stück in der Woche aufnehmen. Ist halt so eine bewusste Entscheidung einfach auch für das Format, lieber regelmäßig Content zu haben und so weiter. Ich könnte jetzt auch sagen, ich mache jetzt alle 3 Monate nur eine Folge und dann 6 Stunden lang oder so. Aber es war halt jetzt so bewusst ein bisschen die Entscheidung und auch ein bisschen das Feedback, das ich so gekriegt habe, dass man lieber regelmäßig kurze Episoden hat und dann mache ich das entsprechend. Schön. Kennst du übrigens das Angebot Ach Podcast? Also der so ja, ähnlich klingt wie Och. Mit dem Philipp saß ich auf dem Camp zusammen und der Philipp ist auch ein Riesenfan, deswegen hat er mich auch schon mehrfach bei das Ach geplackt. Und ja, also ich mag deren Format extrem. Wir sprachen vorhin von Pannen und U-Booten und das die legendäre erste Episode oder erste oder zweite, ich glaube erste von acht, das achte Podcast, das ist ja auch, wo ein U-Boot aufgrund Fehlbedienung durch den Benutzer einer Toilette untergeht. Und das ja, ist, gibt's ist jetzt genug gute Geschichten davon. Wunderbar. Also prima, wenn du das kennst, ich sehe, die Verflechtungen sind da, sehr gut. Dankeschön, Sven, für die Erzählung. Ja, bitte. Ich bin neugierig auf das, was demnächst mit dem Space Shuttle kommt. Also das habe ich damals sehr interessiert verfolgt und da höre ich gerne nochmal rein, was da für unsinnige... Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Ich habe mir da sogar zum ersten Mal für den Podcast Bücher bestellt. Also das wird eine Folge, ui, da gebe ich mir... Also gibt 2 Folgen, wo ich jetzt extra mit Büchern arbeite. Das einmal ist der Matrosenaufstand in Kiel. Weil da jetzt ja das 100-jährige Jubiläum letztes Jahr war. Perfekt, ja, wieder vorbereitet. Und da gab es eine gute Ausstellung in Kiel. Die habe ich mir jetzt da das Buch zugekauft. Da werde ich mich ein bisschen drum kümmern, weil es auch sehr viele Fehlschläge in der deutschen Politik erklärt, der Aufstand. Und ja, das Space Shuttle. Da habe ich mir dann auch mehrere Fachbücher nochmal zubestellt. Ja, also wird abonniert auf jeden Fall. Muss man hören. Klar. Man muss sich ja also auch mal bei der Inkompetenz Mühe geben, ne? Ja, das ist schön widersprüchlich, aber das gefällt mir sehr gut, sowas. Sehr gut, sehr gut. Gut, wir gehen weiter im Programm. Wir haben ja jetzt dann das Querbeet im Anschluss und du bleibst einfach bitte bei uns, wenn du Zeit hast. Na klar. Du kannst dich auch jederzeit zu irgendwelchen Themen dazu einmischen. Also wenn wir jetzt von der Gartenbank gehen, heißt das nicht, dass für dich kein Redeanteil mehr da ist, sondern bleib einfach da und rede mit. Nee, unqualifizierte Zwischenkommentare kriege ich hin. Super, ganz herzlichen Dank. Und dann kommen wir zum Querbeet. So, im Querbeet haben wir 1, 2, 3 Themen und es fängt an mit einem Descript-Podcast-Studio. Ich weiß, ich habe da irgendwie vor Wochen von gehört, aber der Lars hat sich das näher angeguckt. Was hast du gefunden, Lars? Was ist das? Ja, so genau, so nah, wie es denn jetzt ging. Also ich spoiler schon mal, so begeistert bin ich nicht. Aber man merkt's auffällig, gar nicht. Auffällig war, es gab ja so eine Diskussion im Sendegate, da war ich drauf gestoßen und es gibt ein Produktvideo, das ziemlich nett gemacht ist. So ein bisschen augenzwinkernd, leicht übertrieben. Irgendwie hat es mir wohl gefallen. Und das zeigt eben tolle Features, wie zum Beispiel etwas, wo wir vor ein paar Jahren, glaube ich, irgendwo auch schon mal drüber gesprochen hatten. Dass man also zum Beispiel, man macht eine Transkription des gesprochenen Textes und kann dann in diesem Text arbeiten, als wäre man zum Beispiel in Word oder halt in einem Texteditor unterwegs und löscht dann das Wort raus. Und ja, das durch die Transkription und die Verbindung mit dem zugrunde liegenden Audio soll dann automatisch eben der Audioschnitt passieren. Ja, das sieht alles in dem Video total toll aus und da kommt dann eben noch ein weiteres Ding dazu, dass man also zum Beispiel ein Wort durch ein anderes ersetzen kann, indem man es einfach tippt und dann soll eben die Stimme direkt in dem Moment automatisch erzeugt werden. Das ist vor ein paar Jahren mal als Studie aufgetaucht und soll da jetzt soweit produktreif sein. Dieses Feature konnte ich gar nicht ausprobieren, weil das ist in der kostenlosen Testversion nicht enthalten. Um das überhaupt benutzen zu können, muss man also direkt den Vertrieb kontaktieren und da hatte ich dann irgendwie so gar keine Lust zu.
Aber ich habe es mir halt mal angeguckt. Es handelt sich erstmal um eine Webplattform, die allerdings dann einige Funktionen nicht im Web bereitstellt, sondern dafür braucht man dann einen Desktop-Client. Ich habe mal im Web angefangen und ja, so richtig toll hat es nicht angefangen, muss ich sagen. Ich habe versucht, eine Ogg-Datei hochzuladen. Das ist also schon mal total fehlgeschlagen. Die habe ich dann zu WAV konvertiert und dann habe ich die in die sogenannte Medienbibliothek da hineinbekommen. Und dann habe ich versucht, die in den nächsten Schritt reinzuholen, zu bearbeiten. Und aus Gründen, die mir vollkommen schleierhaft sind, ist das erst nach etlichen Versuchen gelungen, sowohl unter Linux als auch unter Windows. Ich weiß nicht, ob das Ding mit größeren Dateien einfach irgendwie sehr laggy ist, aber so eine flüssige Bedienung habe ich da so nicht hingekriegt. Und dann habe ich die Transkription ausprobiert. Die funktioniert bislang nur für englische Sprache. Die sah allerdings ziemlich gut aus, zumindest bei dem Text, den ich ausprobiert habe. Ich habe den gesprochenen Artikel aus der englischen Wikipedia benutzt zum Thema Podcasts. Ah, und schön. Ja, Inception. Ja, dann wollte ich die Bearbeitung testen. Die eigentliche Bearbeitung geht dann nur auf einem Desktop-Client. Für Linux habe ich nichts gefunden, also habe ich es unter Windows probiert. Da bekommt man also einen Installer, der zwischendurch relativ vage dabei bleibt, wo er denn gerade ist. Zwischendurch hatte ich den Eindruck, das hängt. Auch hier also Wartezeit. Und ja, das Öffnen des Projekts dauerte dann auch nochmal lange. Wahrscheinlich, weil er eben die ganzen Daten aus dem Web dann erstmal wieder runterziehen musste. Wenn ich mir vorstellen müsste, ich müsste also in meinem täglichen Workflow damit irgendwie arbeiten beim Podcasten, ich glaube, dann würde ich keinen Podcast machen wollen. Das wäre so. Ich war heute nicht wirklich begeistert davon. Aus dem Desktop-Client habe ich es übrigens nicht geschafft, ein einziges Mal auch nur ein Tönchen herauszubekommen. Gar nichts. Also ich bekomme die ganze Zeit nur so einen Spinner angezeigt, der dann irgendwann wieder aufhört. Ob er in dem Moment irgendwie eine Wiedergabe versucht hat, sah mir nicht danach aus, weil in dieser Zeitleiste hat sich eben auch nichts bewegt und die Abspielposition, die Zeitangabe hat sich auch nicht verändert. Also auch das hat nicht wirklich funktioniert. Ich muss zugeben, dass ich die Wiedergabe für ein ziemlich wichtiges Feature halte, wenn ich einen Podcast schreibe. Nein. Aber das ist. Lass mich. Nein. Ach, Wiedergabe jetzt. Aber komm, vielleicht ist es halt. Man hat so eine schöne Audioform, man hat so ein schönes Transkript. Was willst du da denn noch Audio? Hä? Das heißt ja, Podcast, das nicht Hörcast. Ich glaube, das ist der tonlose Podcast für Blogger. Das war es irgendwie alle nicht so besonders toll. Aber ich konnte sehen, man kann eben, auch wenn ich jetzt mit dieser künstlichen Tonerzeugung nicht arbeiten konnte, ich habe gesehen, dass wenn ich versucht habe, in dem Text irgendwie Fragmente rauszuschneiden, dass ich in dem Moment, Entschuldigung, ich muss husten. Husten, wir haben ein Problem. Ja, huhu. Entschuldigung. Jetzt war ich wahrscheinlich auf der falschen Spur und habe ins Mikrofon gehustet. Nein, alles gut. Ging alles noch? Gut. Okay. Ja, ich habe nichts gehört. Ah, das ist sehr beruhigend. Auf jeden Fall, ich konnte eben sehen, als ich Text modifiziert habe, dass das in der Zeitschiene wohl Auswirkungen hatte und habe das mal exportiert. Ich habe also die Audiofragmente einfach mal exportiert und konnte die natürlich dann problemlos wiedergeben. Und das habe ich jetzt noch nie probiert. Ich versuche jetzt, es ist weg, es ist verschwunden. Ich versuche jetzt das Soundboard wieder zu finden. Sven, was hast du gemacht? Wo? Gar nichts, aber ich bin froh, dass die KI genauso kompetent ist wie die Menschen. Du musst einmal bei den FX-Button klicken und dann kannst du auf das Sound. FX-Button. Auf die Soundboard-Spur. Der ist unten vielleicht ausgeblendet beim Mixer, wenn du hochziehst. Siehst du ihn. So, Thema einfache Bedienung von Ultraschall. Es gibt Gründe, warum ich die idiotensichere Lösung verwende. Ja. Ich verstehe dich auch. Ja. Also die Mixerleiste hast du unten. Ja, ich glaube, ich komme voran jetzt. Ah ja, genau. Seht es mir nach, ich habe dieses so noch nie benutzt. So, das ist total spannend. Also mach in aller Ruhe. Alle Hörerinnen und Hörer werden verstehen, was hier passiert.
Ja, Real-Time-Live-Failing. So, yeah. Dann haben wir hier... Nur so im Sendegarten. Hoffentlich die richtige Wiedergabe. Ich probiere das jetzt. Ich hoffe, es ist nicht zu laut oder so. Also ich höre gar nichts. Hört ihr was? Nein, es ist, aber du hast ja, das schon gesagt. Das ist also der Podcast genauso für Hörbehinderte. Das eben auch also wunderbar. Du hast ja gesagt, das ist ein Silent Publisher. Also insofern war das schon sehr überzeugend. Also das ja, ist Sound mir of jetzt Silence. Genießen ist mir jetzt allerdings ziemlich schleierhaft, wieso das funktioniert. Ist vielleicht der Regler, weil du es einmal angespielt hast, runtergefahren auf der... Sieht mir nicht so aus. Okay. Podcasting is a portmanteau that combines the words iPod. Könnt ihr das jetzt hören? Ja. Ja, das war. Na gut, dann drücke ich künstlich. Jetzt einfach wieder Play. And broadcasting. The term can be misleading, since neither podcasting nor listening to podcasts requires an iPod or any portable player, and no broadcasting is required. The term is also criticized as giving undue credit to Apple for a technology which it had very little to do with creating. Aware of this potential misunderstanding. So, da habe ich jetzt einfach mal einen Schnitt gemacht. Man merkt an der Stelle, dass er einen Absatz angelegt hat nach diesem Misunderstanding. Man merkt, er hat mitten im Satz aufgehört. Es wurde mir als ein Absatz angezeigt. Naja, dann habe ich ein bisschen Text rausgeschmissen und habe im Prinzip den Sinn verfremdet, indem ich einfach mal einen Block rausgenommen habe vor dem Wort Misunderstanding. Ich versuche das jetzt reinzuspielen, dann kann man hören, wie der Schnitt ausgefallen ist. Podcasting is also criticized as giving undue credit to Apple for a technology which it had very little to do with creating. Aware of this potential misunderstanding. Also so ein bisschen quirky klingt der. Ich glaube, den hätten wir von Hand besser hingekriegt. Nein, der ist voll natürlich. Ich bin ein Roboter, fellow human. What are you doing? We come in peace. Das ist ein wirklich sehr gelungener Willkommen beim Sendegarten. So, also es ist, hat mich jetzt wirklich noch nicht so überzeugt. Wenn es die Funktionen hätte, die in dem Produktvideo so gezeigt werden und wenn es wirklich so funktionieren würde, wäre das schon ziemlich genial, das muss ich sagen. Damit könnte man wirklich einigen Menschen, die sich mit diesem ganzen Audiogefrickel nicht viel zu tun haben wollen, wahrscheinlich einen Gefallen tun. Ob das jetzt für unsere Use Cases, die wir so haben, das Richtige wäre. Also ich hatte so beim Ausprobieren überhaupt gar keinen Spaß, weil ich mehr gewartet habe und mich mehr geärgert habe und mehr Fehler gesucht habe und neu gestartet habe als sonst irgendwas. Für mich war es nichts. Und dass also schon so was Essentielles wie die Wiedergabe nicht geht, das ist total sehr frustrierend. Naja, ohne diese schicken Produktvideos auf Kickstarter hätte ich auch so manche Folge nicht, ne? Ja, wir haben ein tolles Produkt, das Video sieht gut aus. Habt ihr das mitgekriegt, wie Quanten-Encryption-Krempel da mit, da hatte Roddy ja auf dem Camp so schön vorgelesen, da mit dem, ja, wir haben auf Musiktheorie basierend, Amen. Naja. Sven, hast du irgendwas an deinem Equipment geändert? Wir hören dich relativ leise nur noch. Jetzt besser. Da. So, reden. Ja, jetzt ist besser. Gut, okay. Kaum hat man das Mikrofon wieder vom Mund, hört man sich besser. Ja, das schadet auch nicht, genau. Zurück zu Lars. So, du hast dann, hast du weitere Tests gemacht? Nee, das hat ja schon an der Stelle keinen Spaß gemacht, weil ich keine Wiedergabe hatte beim Bearbeiten. Also in der Web-Version konnte ich wiedergeben, aber nicht bearbeiten. Und in dem Windows-Client konnte ich bearbeiten, aber nicht wiedergeben. Das war also für mich ein, brauche ich im Moment nicht weiter nachgucken. Also du meinst eine voll integrierte Softwarelösung für Web und Standalone? Ja, genau. Braucht aber unbedingt beides. Das ist wahrscheinlich dann auch ein ganz tolles Feature eigentlich. Was mir noch aufgefallen war, ich hatte also versucht, einen eigenen Text einzufügen, weil ich in dem Moment noch nicht wusste, dass diese Audioerzeugung aus getipptem Text eben gar nicht integriert ist, sondern dass man das irgendwie freischalten lassen muss oder was auch immer. Auf jeden Fall muss man den Support kontaktieren. Blöd war allerdings, dass er mir das eben nicht gezeigt hat, sondern den Text eingeben. Der Rest war dann weg
Und wenn ich dann versucht habe, das wiederzugeben, war nicht etwa eine Pause drin oder ich bekam auch keinen Hinweis von wegen hierfür bitteschön 100.000 Euro überweisen oder sonst irgendwas, sondern der hat einfach den alten Text wiedergegeben, von dem die Transcription aber gar nicht mehr da war. Ich hätte also erwartet, dass dieser Text auf jeden Fall weg wäre. Ja, ja. Das bedeutet natürlich dann auch, dass er an der Stelle, wenn er irgendwie versucht hat, einen bestimmten Text wiederzugeben und in dem Moment diese Positionsanzeige über die Textanzeige läuft, das gesprochene Wort und das angezeigte Wort unterschiedlich waren. Das eine hatte ich nachträglich getippt, das andere war vorher aufgenommen. Also hat es eine schöne also alles Bildschere. Sozusagen. Und das wirkt also alles so buggy und so matschig und wenn sie zumindest Grundfunktionen hin hätten, dass man sagen würde, ja, da kann man jetzt schon mal irgendwie ausprobieren. Aber so muss ich im Moment sagen, haben sie noch einen weiten Weg vor sich. Tja, das ist dann so ein echtes Bananenprodukt, ne? Reif beim Kunden. Na, ich habe ja, also als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, also wenn wir ein Transkript machen und das funktioniert ja jetzt seit einiger Zeit, naja, die Erkennungsmaschinerie ist noch nicht so richtig schick, aber diese Logik, die dahinter steckt, also dass ein Audio, eine Audio-File erstmal in kleine Häppchen zerlegt wird und diese Häppchen werden dann an die Transkriptions-Engine geworfen und der kommt wieder zurück und dann wird dieses Transkript diesem Audio an der richtigen Stelle, also nach Minuten und Sekunden und Millisekunden und so weiter zugeordnet. Das ist ja schon, das gibt's ja schon. Das ist ja nun nicht so besonders und wenn ich jetzt diese 1:1 Verbindung zwischen Text und Audiowurst, wenn ich die habe und schneide aus dem Text irgendwas raus, dann in Anführungszeichen weiß so ein System ja vielleicht sogar, wo dann auch an der Audiowurst dieser Text anfängt und aufhört und kann dann entsprechend schneiden. Würde ich jetzt gar nicht so als so bahnbrechend empfinden. Nee, nicht unbedingt. Ich meine, wir haben es ja hier beim Sendegarten mit diesen Transkriptionen eben ja auch probiert und da kann man ja sehen, dass wo im Audio-File oder wo im Audio er was erkannt hat. Jetzt nicht für jede Silbe oder so, aber dass das geht, ist schon ganz klar. Ich meine, der weiß, ja, wo er was erkannt hat. Das kann man ja ausspielen. Da ist jetzt für mich nicht die große neue Erfindung drin. Aber gemessen an dem Produktvideo, und das ist eben der Anspruch, mit dem sie nach draußen gehen und wo man eben sagt, okay, das ist das, was wir hier vermarkten, hatte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet, dass es zumindest etwas fluider läuft und Grundfunktionen laufen. Und dass man an der Stelle dann sagt, okay, ich lösche jetzt einfach dieses Wort hier raus oder diesen Absatz oder was auch immer. Ich habe dann irgendwie versucht, einen Absatz zu löschen. Da sagte er, sie dürfen nicht mehr als 40 Zeichen gleichzeitig löschen oder irgendwas. Dann fängt man an, so Bröckchen zu machen. Ja, meine Güte, wenn ihr das technisch nicht könnt, dann macht ihr halt ein Ding, das meinetwegen, ich habe 250 Zeichen sortiert und teilt das dann intern durch ein klitzekleines bisschen Computercode in 40 Zeichenhäppchen und löscht die dann raus. Aber das dann dem Benutzer zu geben, also das ist einfach nur lächerlich. Also da sind so ein paar Entscheidungen drin, die ich einfach nicht verstehe und der Unterschied zwischen dem, was in dem Produktvideo gezeigt wird und dem, was ich erlebt habe, ist immens. Das ist mal schön, wenn du Vertreter von einem Produkt während der Produktvorstellung mal bittest, einfach die Sachen aus ihrem Produktvideo nachzuvollziehen. Das können wir alle nicht ab. Ich habe sowas mal bei beim Bericht über eine Verpackungsmesse gesehen, wo die irgendwie gezeigt haben, hier, wir haben diese tollen Schnell- und Wiederverschlussdinger und so weiter für Lebensmittel und was weiß ich. Und dann wurden die also vor laufender Kamera gebeten, diese Sachen mal vorzuführen und sind also zumindest so, wie dieser Bericht zusammengestellt war, oft gescheitert. Ob sie jetzt dann eben nur 10 von 1000 gezeigt haben oder 10 von 10, das weiß ich natürlich nicht, aber dieser Bericht hatte zumindest einen gewissen Unterhaltungswert. Mhm. Aber nochmal zurück zu, wie heißt das, Descript, zu diesem Descript, Tool. Ja. Also, okay, rausschneiden ist jetzt vielleicht keine Magie, aber etwas hinzufügen, was eigentlich vorher nicht da gewesen ist, in der Sprache, so wie der Rest des Textes gesprochen worden ist, das ist natürlich schon sehr spooky.
Naja, bei der Qualität, die die da jetzt gesprochen hatten, war das jetzt auch schon seit Windows 95 vorhanden. Naja, und sonst musst du die Claudia-Methode machen, ne? Hatte sie ja auch bei ihren Hörbüchern erklärt. Du suchst dir halt einfach raus, wo das Wort schon mal vorkommt und dann schneidest du das halt rein. Das ist jetzt auch an sich keine Magie, wenn das Wort nochmal vorkommt. Ne? Also ja, okay, das könnte so ein Computer an sich hinkriegen. Ja, sie erzeugen es allerdings wirklich. Ich meine, es gab vor ein paar Jahren die Studien dazu. Ich glaube, Adobe hatte sowas gezeigt. Jetzt gibt es für diese Technik oder was sie da lizenziert haben, das haben sie immer wohl nicht selber gebaut. Oder sie haben die gekauft, übernommen, keine Ahnung. Das Ding hat eben noch so einen separaten Namen und diese Funktion muss dann eben noch separat erworben werden. In dem Produktvideo zeigen sie das mit einem Wort. Ich glaube, sie tauschen den Namen eines Lebensmittels durch das Wort Biscuits. Ich bin aber nicht ganz sicher. Und das war in diesem Text eben nicht gefallen, aber es geht eben darum, man sollte diesen Text selber erzeugen können. Und ich hatte also schon das Wort Sendegarten und was weiß ich alle für ein Zeug eingegeben und freute mich so auf diesen erzeugten Text. Und das, was ich bekam, war der alte Kram, ohne dass der sichtbar war. Also dieses irgendwie kaputte Projekt, das liegt da jetzt im Web und ich habe es dann eben nochmal versucht, auf einem anderen Rechner nochmal aufzumachen. Nein, und ich kann jetzt einfach mal ein Jahr warten und vielleicht nochmal einen neuen Trial-Account aufmachen, ob man dann nochmal ein bisschen weitergekommen ist. So jetzt im Moment ist es für mich nicht brauchbar. Okay, also nur erstmal eine Ankündigung, ein schönes, sehr stylisches Produktvideo. Jetzt, wo du davon gesprochen hast, kann ich mich auch wieder erinnern, dass es bei mir auch so einen Wow-Effekt ausgelöst hat, weil da auch so lustige Charaktere, die hatten da irgendwie so ganz verschiedene Typen und die haben alle irgendwie damit rumgemacht und so. Das war irgendwie sehr sympathisch und hat mir die Sache sehr nahe gebracht, aber wenn es nicht funktioniert, naja. Die andere Frage ist ja so ein bisschen auch, das Schneiden so einer Audiowurst ist ja nun auch, also früher war das jedenfalls eine Kunst, heute ist es vielleicht ein bisschen einfacher, aber da gibt es ja auch noch so ein paar basale Regeln. Also ich kann mich erinnern, es gibt so eine Regel wie geschnitten wird vor dem Wort. So habe ich noch irgendwie im Kopf, sodass man also wirklich den Schnitt an gewissen Stellen optimalerweise setzt. Das wird ja wahrscheinlich dann diese Maschine überhaupt nicht beachten können. Ne? Die wird ja relativ hart irgendwo rein knabbern dann da. Na, die hat eben erkannt, dass das Wort Sendegarten an einer bestimmten Stelle anfängt und wird kurz davor irgendwo sagen, so, hier habe ich erkannt, dass das Wort anfängt, hier werde ich schneiden. Nehme ich zumindest mal an. Darum nur schnittfeste Audiowürste, wie jetzt im Chat. Schnittfeste Audiowurst, genau. Also ob sie da noch eine Logik haben, womit sie irgendwie noch so ein Timing haben oder Wortabstände analysieren oder was auch immer. Keine Ahnung. Oder auslöschen. Das kriegt doch jeder Computer hin, ja, wenn jetzt die Dampfschifffahrtsgesellschaft die Kapitänsmütze davon oder Fischers Fritze mit seinen Fischen, egal, vergessen ist. Was soll ich hinkriegen? Das habe ich jetzt irgendwie den Sinn zu. Nein, ich meine, das ist doch völlig trivial für jeden Computer, das hinzukriegen. Ach so. Da, bei einer Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitänsmütze das vernünftig auszutauschen und zu erkennen, wo das Wort zu Ende ist und wo nicht. Ja, da muss vielleicht auch der deutschsprachige Markt attraktiv genug sein, dass man dann diese Feinheiten vielleicht auch noch herholt. Oh, genau. By the way, deutschsprachiger Markt, die Transkription funktioniert bislang nur auf Englisch. Ja, das habe ich auch festgestellt. Ich habe mir mal irgendwann so ein Notizbuch gekauft, wo man mit einem Stift gleich erkennt, was man schreibt. Also erstens, Schreibschrift kann er gar nicht, weil Schreibschrift in Amerika nicht gelehrt wird. Deutsch kann er nicht und ich schreibe auch zu unsauber. Also es wird wahrscheinlich mit dem Audiotranskripten genau dasselbe Problem sein. Ja, es funktioniert wunderbar, wenn du ein britisches Oxford-Englisch redest, aber sobald du dann mal ein bisschen anfängst zu Plattdeutscheln, zu sächseln, bayerisch zu reden, nürnbergerisch oder was weiß ich alles. Ja, man hat ja gerade bei Zeitsprung oder bei dem Ach, hat man ja doch den Regionalakzent doch deutlich hörbar. Und das wird natürlich wunderbar funktionieren mit so einem super generierten Computersystem.
Weil vielleicht sollten wir den Philipp mal von dem Ach mal bitten, da mal einen Test zu machen, ja, wie genau. Er denn seine Stimme hinkriegt. Ich weiß, dass der Markus Völter vom Omega Zau Podcast da auch irgendwie drum experimentiert hat und er sagte, die Schnitte taugten nichts. Vielleicht liegt es auch an seinem schwäbischen Einschlag. Sehr möglich. Herrlich. Na gut. Nehmen wir das einfach mal so hin, wie es da liegt. Und wie gesagt, wie Lars schon sagte, in einem Jahr vielleicht mal reingucken, wenn es dann so ein bisschen greift ist bei dem einen oder anderen Kunden oder bei der einen oder anderen Kundin. Das wird ja sicherlich irgendwie schon auch den Markt erreichen und dann, naja, sehen wir, was passiert. Ja, da kann man endlich mal eine Rede von Trump zusammenhängend machen. Das brauchst du? Ich nicht. Ich kann auf sein Gerede kann ich sehr gut verzichten. Es reicht mir schon, wenn ich das von anderen Leuten erzählt bekomme. Also das muss ich nicht andere im Original haben. Boah. Es war jetzt eher so die Anmerkung, dass sowas fürs Faken von Audioreden und Ähnlichem eigentlich genial ist. Deepfakes. Ach so. Ach so. Dann wenn du einfach Wörter tiefen austauschen kannst, dann bist du auch auf einmal nicht mehr schnittfest in deinen Reden. Ja, okay. Da kann man vielleicht mal doch tiefe Weisheit irgendwie da rein operieren. Aber naja. Naja. Gehen wir lieber weiter. Dankeschön, Lars, für den Test und für die Auseinandersetzung mit der Frustration. Da muss man ja auch hart im Leben sein. Ich habe gesehen. Das Wort Auseinandersetzung auf allen Ebenen. Das eine kann schneiden, aber nicht exportieren. Das andere kann exportieren, aber nicht schneiden. Das finde ich sehr gut. Oder abspielen. So, ich hatte die Tage, genau gesagt, am 2. Oktober, das ist schon eine Weile her, gesehen, einen Tweet von Schasen, vom Jörn. Jörn. Ich muss drauf achten. Und er schrieb um 5.49 Uhr an einem Tag, und weil ich nach dem Zwischenwach heute Nacht ohnehin nicht mehr schlafen konnte, habe ich einen doll Nerdkram zu Podlove Templates in meinen Podcast-Blog geschrieben. Und da gibt es eine Adresse dazu. Und da habe ich erstmal wahrgenommen, dass der Jörn tatsächlich Templates, also, oder sagen wir mal, sich mit den Möglichkeiten der Podlove Template-Gestaltung auseinandergesetzt hat. Er hat eine Webseite, oder die heißt, eine Seite, die ist überschrieben mit Jörn Schaas feines Podcast-Netzwerk. Und in dem speziellen Fall, von dem ich hier rede, ist es Podcast Templates mit Twig, Teil 5, Episodenarchiv. Und da beschreibt er in einem längeren Text, wie man denn sein Episodenarchiv schön anlegt. Also es gibt eine Basisfunktion in Podlove sowieso, aber die ist nicht so richtig schick. Und wenn man es aber schick machen will, dann kann man sich hier zum Beispiel am Template von Jörn orientieren. Er schreibt zum Beispiel, also ich zitiere mal hier so den ersten Satz. Viele Podcasterinnen legen Wert darauf, ihre Episoden noch einmal gesammelt auf einer Seite als übersichtliche Liste anzuzeigen. Die Podlove-Entwickler haben dafür einen Shortcode bereitgestellt, den du mit eckige Klammer auf, Podlove-Episode-List, eckige Klammer zu, aufrufen und in eine Seite einfügen kannst. Das Ergebnis ist eher so, naja, was die Optik angeht, eine Tabelle, in der zwingend das Episodencover angezeigt wird und die insgesamt nicht besonders hübsch aussieht. Das wollen wir heute anders machen und legen ein neues Template an mit dem hochkreativen Namen Archiv. Und dann geht's halt los. Und er beschreibt das hier ziemlich Schritt für Schritt. Also alle Menschen, die sich mit so Template-Gestaltung auseinandersetzen wollen, sind da echt gut beraten, bei dem Jörn mal auf seine schöne, feine Seite zu gucken. Das fand ich toll. Und das sollten alle wissen. Deswegen habe ich das hier erwähnt. Hat von euch da einer schon mal drauf geguckt? Ja, Entschuldigung. Ja, habe ich tatsächlich. Aber bestätigt die Sachen, die ich selber schon ein bisschen getestet habe. Aber ich nehme das so wahr, dass Jörn sehr viel mehr darüber weiß als ich. Und da werde ich sicherlich, wenn ich nochmal ans Gebastel komme, da nochmal drauf gucken. Ich schätze, das wird eine angenehme Abkürzung sein. Ja, die Webseite ist Jörn Schaar, klein und zusammen, joernschaar.de und dann podlove-templates-mit-twig-5-episodenarchiv. Das ist vielleicht ein bisschen doof, da kann man sich besser so durchhangeln, aber joernschaar.de, da könnte man erstmal starten.
Ich hätte gar nicht gedacht, dass man nachts, wenn man nicht schlafen kann, sowas herstellen kann. Ich bin beeindruckt. Ja, kennst du das? Mhm. Ja, schlaflose Nächte? Produktive schlaflose Nächte? Ja, tatsächlich. Manchmal will sowas auch einfach raus, wenn man die Idee dann hat. Oder wenn dann jetzt wirklich mal eine total schlaflose Nacht ist, das ist bei mir zum Glück in der Form jetzt ein bisschen was länger her, da habe ich dann gesagt, okay, dann kann ich auch irgendwas machen. Was war denn noch offen? Und dann habe ich mich irgendwo hingesetzt und habe einfach irgendwas gemacht und stellte dann fest, irgendwo gegen 4, so, jetzt kann ich schlafen gehen oder so. Aber wie gesagt, das ist seltener geworden. Das war... ich sag mal so, vor 5 bis 10 Jahren deutlich, deutlich häufiger bei mir. Naja, mit dem Schlafmangel, das hört man in der aktuellen Staffel Mesh unter Messer, glaube ich, bei einigen von uns raus. Ja, Podcast unter Schlafmangel produzieren. Nee, passiert so gar nicht. Nee, absolut nicht. Ich weiß nicht, wie man auf solche Gerüchte kommt. Aber wenn es doch raus will, dann muss es halt auch in der Nacht passieren. Schon klar. Verstehe. Also ich hätte da, ich glaube, wenn ich da so schlaftrunken, ja, aber gut, wenn man schlaftrunken ist, man wahrscheinlich nicht, wenn man so zwischen, also wenn man nicht schlafen kann. Ja, richtig, ich habe wahrscheinlich das falsche Bild vor Augen, nicht dieses verwuschelte, mal eben nachts aufs Klo schleichen und wieder zurück und gleich weiterschlafen, sondern tatsächlich dieses Hellwachsein und jetzt... nicht schlafen können. Ja. Nicht schlafen können, ja gut, dann macht es zumindest war das bei mir so, ja. Ja, 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 dass man sich dann auch irgendwie geistig mit irgendwas beschäftigt, damit man jetzt nicht alle 5 Minuten auf die Uhr guckt und denkt, eigentlich müsstest du schlafen und verdammt, du hast nur noch 2 Stunden und dann 8 Stunden Arbeitstag, wie willst du das denn aushalten? Und dann wird es ja immer schlimmer im Hirn, ja. Dann lieber was. Hier wird gerade noch im Chat darauf hingewiesen, ja, ich mache auch beim Mesh unter Messer Podcast bei einigen Episoden mit. Ich habe es vergessen, auf der Gartenbank zu erwähnen. Böse Uhr, ja, muss ich recht geben. Nee, sorry. Ach, es heißt Mesh unterm Messer. Ich hatte mir Hash unterm Himmel aufgeschrieben, aber... Nein, Mesh unterm Messer. Wir besprechen Hash unterm Himmel. Ich fand das irgendwie treffender. Okay, schlechter Witz für mich. Mach keine selber. Drogen, das ist alles schlecht für Wachstum. Sagt der 2-Meter-Mann. Okay. Genau. was hatte ich noch? Schaß und Templates. Ach so, genau, der... den Faden verloren? Ja, auch. Das ist normal. Der Tobias Migge hat nur ganz kurz vor der Sendung noch was reingereicht. Und zwar eine Webseite, auf der jemand zusammengetragen hat, was es inzwischen an Podcasts von Politikern gibt. Der Hamburgerwahlbeobachter.de ist die Webseite und da die rufe ich mal eben auf. Da muss man erst wieder so ein Cookie-Dings hier irgendwie wegklicken. Aber das wird ja auch noch alles lustig werden. Wir haben ja da jetzt ein neues Urteil bekommen vom EuGH. Mal gucken, was sich da so alles noch tut. Ich lese mal eben gerade vor vom Hamburger Wahlbeobachter. Der große Politikerinnen-Podcast-Test. Wer podcastet in der deutschen Politik? Podcasts boomen. Gefühlt vergeht seit einigen Jahren kein Tag, an dem nicht irgendein prominenter Moment, wir scrollen hier, eine Lokalzeitung, ein Verband, eine Wahlkämpferin oder ein Unternehmen mit einem neuen heißen Podcast-Projekt startet. Die Szene ist dank des Booms etwas unübersichtlich geworden und auch die Hörerschaft ist breiter geworden. Hat er mich dick genannt? Gut, laut einer aktuellen Studie des Branchenverbandes Bitkom hört im Jahr 2019 jeder 5. deutsche Podcast ähnliche Zahlen liefern. Eine der stärksten Zuwachsraten verzeichnet laut der Studie mit 3,4% Podcasts, die nun von gut 17% der Deutschen genutzt werden. Unter den meistgehörten Inhalten befinden sich Nachrichten sowie lokale und regionale Informationen. Und dann... Diese Veränderung des Kommunikationsverhaltens ist natürlich auch in der Politik angekommen. Podcasts über Politik gibt es inzwischen auch wie Sand am Meer. Sogar ich habe mich 2017 schon an einem probiert. Eine recht gute Übersicht gibt es drüben bei der Campaigning Academy Berlin. Aber welche Politikerinnen podcasten denn eigentlich in Deutschland und wie gut sind diese Podcasts? Die Fragen hat bisher noch niemand beantwortet. Es fehlt bisher eine Übersicht podcastender Politikerinnen. Deshalb haben Finn, Lasse Andersen und ich... Das ist, wer schreibt denn das? Also ich jedenfalls angefangen, jetzt habe ich die Liste, die Seite verloren, angefangen zu recherchieren, haben alle Podcasts zusammengetragen, die wir auf den unzähligen Plattformen und Webseiten finden konnten, haben alle Podcasts einmal durchgehört.
tatsächlich, und haben diese hier einem natürlich sehr subjektiven Test unterzogen. Und hier findet man also dann ganz viele Podcasts aufgelistet und eine kurze Bewertung dazu. Echt eine ordentliche Fleißarbeit. Und der schon vorhin erwähnte Herr Lindner ist natürlich auch dabei mit seinem, wie heißt er denn, Ein Thema, Zwei Farben Podcast, von dem wir, glaube ich, irgendwann vor einiger Zeit auch schon mal gesprochen hatten. Also das Ding heißt Hamburger, ach, das ist so schlecht zu lesen. Ich muss das mal irgendwo anders ablesen hier. Hamburger-Wahlbeobachter.de. Also sehr schön auch die Betrachtung des Themas Podcasts beim AfD-Politiker. Bewertung: Die hochgeladenen Audiodateien sind keine Podcasts. Es handelt sich um Bundestagsreden von, ich sage den Namen hier nicht, bei denen er zu Punkten auf der Tagesordnung spricht. Da er verteidigungspolitischer Sprecher der AfD im Bundestag ist, geht es zumeist um Kriegseinsätze. Populistischer Quark, der nichts in der Kategorie Podcast verloren hat. Okay. Okay, ja, okay. Hochgeladene Audiodateien sind keine Podcasts, siehst du. Ja. Nach klassischer Definition fehlt dann der Feed, ne? Oder? Ja. Kann man oder hat es sogar ein Feed, aber es geht ja, jetzt, ist das in der Inhalt. Na egal. Ich finde die Rhythmen auch schön hier. Tonus, Regelmäßigkeit, stoßartiger Uplayout vor 6 Monaten. Danach nichts mehr. Alle 10 Folgen wurden vor circa 7 Jahren hochgeladen und sind seitdem online. Stoßweise Upload. Herrlich, sehr gut. Ja, unregelmäßig. Seit Dezember 2017 bisher 8 Folgen. Das ist allein diese Regelmäßigkeit. Ja, gut, da kann man jetzt aber nicht vom aktuellen Hype reden. Ne? Dann passt das jetzt wiederum mit der Herbeiführung nicht so ganz. Aber eine witzige Seite. Dankeschön, Tobias. Hast du uns was Schönes reingeworfen. Da kann man sich echt mal so ein bisschen, also für die politisch interessierten Menschen unter uns, die können sich da gerne dran austoben. Ich habe übrigens vorhin den Anfang vom Audiophil-Podcast gehört, den neuen. Also Danny und Chris und Christian, nee, Chris, wie heißt der denn, der Dritte? Die haben darüber gesprochen, ob sie über einen AfD-Podcast reden. Da komme ich jetzt drauf, weil du den gerade erwähnt hast, Lars. Beziehungsweise, ob sie, um über das Angebot zu sprechen, Einspieler einspielen. Das war eine sehr spannende Diskussion. Am Ende haben sie es nicht getan. Und das lag vor allen Dingen an dem Widerstand von Christiane. Der möchte ich an dieser Stelle ganz, also großes Kompliment für die Konsequenz ihrer, wie ich finde, sehr guten und nachvollziehbaren Haltung zollen an dieser Stelle. Sie hat einfach gesagt, das ist, ja, das wo ich spreche, sagen, soll das nicht zu hören sein. Zack, boom. Nee. Das finde ich auch so eigentlich das Interessante bei Thilo Jung, dass der ja mit stumpf jedem redet. Das ist auch eine Haltung, ne? Also dieses, ich rede mit jedem, aber ich kann mir bei ihm halt nicht alles angucken. Ja, das ist auch eine klare Kante. Es ist hochinteressant an sich, dass man, wie man mit denen umgeht. Aber ich finde diese Hamburger Wahlbeobachter-Geschichte extrem witzig. Vor allem, wenn man ja selber aus der Ecke kommt, sind da so ein paar Politiker dabei, wo man doch eventuell mal reinhören würde. Oh Gott, ich abonniere jetzt Politiker, ist das die Endstadium bei Podcast-Sucht? Ja, oh lieber kannst du nicht mehr kommen, oder? Doch, Wrestling-Podcasts. Oh, das ist bestimmt überraschende Handlungen dabei. Ja, wahrscheinlich. Ich habe mich irgendwann das ist auch schon lange her, irgendwann mal mit Christian von der damals Hörsuppe, heute FIT, von dem Verzeichnis unterhalten. Und das Erste, was er sagte, egal, also ich nehme jeden Podcast auf in mein Verzeichnis, nur keine Wrestling-Podcasts. Die kommen bei mir nicht über die Tür. Aber ich glaube, inzwischen hat er sogar welche. FIT ist etwas größer als die Hörsuppe und da sind, glaube ich, auch Wrestling-Podcasts drin. Aber allein schon, dass man darüber reden kann. Faszinierend, was in der Podcast-Welt eben möglich ist. Aber das ist ja das, was du auch sagtest am Anfang, Sven, diese Bandbreite der Themen
die jetzt alle über das gleiche Medium irgendwie zusammenlaufen, ist einfach faszinierend. Ja, und auch witzigerweise sind eigentlich Sachen, die man schlecht findet oder wo man eine Abneigung zu hat, auch ein interessantes Thema. Also ich bin ja zum Beispiel auch an sich kein großer Militärfan mittlerweile mehr, aber gerade dadurch, dass ich eine gewisse Verachtung für die Militärrüstung habe, ist es für mich ein interessantes Thema, um darüber zu reden. Also gerade wenn man etwas nicht mag, hat man ja dann auch mehr Gesprächsbedarf im Zweifelsfall. Know your enemies. Deswegen fände ich es auch gar nicht so uninteressant, jetzt mal so in den Raum gesponnen, im Zweifelsfall einen Wrestling-Podcast zu machen mit drei Leuten, die damit gar nichts anfangen können und sich nur drüber aufregen. Wäre bestimmt witzig. Ja, kann auch sein. Kann auch sein. Je nachdem, was man, wo der Fokus drauf liegt, ne? Also auf dem Aufregen oder auf dem Aufklären. Also vielleicht will man ja auch Regeln erklären, falls es welche gibt. Ich kenne mich da nicht so aus, keine Ahnung. Ich sehe da immer nur muskelbepackte Menschen, die irgendwie so tun, als würden sie aufeinander einschlagen, aber dann doch daneben hauen. Und ich verstehe das ganze Prinzip nicht, aber ist wahrscheinlich wie so ein Zirkus irgendwie, keine Ahnung. Nicht meine Welt. Aber jedem das seine. Oder das wollen wir nicht sagen. Das ist jeder so, wie er mag. So. Jedem das seine ist ein Spruch, der stand über dem KZ in Auschwitz. Wer genau? Ich weiß nicht genau. Aber irgendwo stand der da oben drüber und seitdem können wir das, glaube ich, nicht mehr gut benutzen. Also jeder so, wie er mag, klingt da schon unverfänglicher. Damit bin ich durchs Querbeet durch. Habt ihr noch irgendwas? Sebastian, hast du noch irgendwas aus der Technik-Ecke oder so? Gerade nicht, nein. Nö. Okay. Dann kommen wir doch weiter. Ich habe sogar mal eine Technikfrage, wo wir jetzt gerade so zusammen sind bei Querbeet. Ja. Bei dem H6 und ähnlichem, da hatte ich mal jetzt bei euch im Querbeet gehört, dass da jetzt eigentlich ein Nachfolger kommen soll. Gibt es da schon neue Infos? Also es gab jetzt ein paar Zoom-Geräte, aber ich glaube, das, was du meinst, ist da jetzt noch nicht dabei gewesen. Zumindest nicht als direkter Nachfolger. Da erwartet man ja auch irgendwann mal eigentlich so den perfekten Podcast in der Kofferlösung, weil diese Zoom-Geräte sind ja eigentlich doch noch eher so aus dem, Interviewbereich und so. Ich dachte jetzt, irgendwann kommt mal so Koffer auf, Headsets raus, ein Podcast fertig. Also bis auf das Rodecaster Pro ist mir jetzt kein Gerät bekannt, was jetzt speziell für den Podcast-Markt zumindest so durchschlagend im Marketing bekannt geworden ist. Also es gab ein paar Versuche, aber die sind, glaube ich, wieder abgeebbt. Würde mir da nichts einfallen, fällt euch sorry, das wieder an? So eine typisch doofe Frage, die ich mir nicht verkneifen konnte, sorry. Kein Problem, also ich denke auch, dass da sicherlich der ein oder andere Hersteller jetzt nach dem Rode da was veröffentlicht hat, vielleicht auf den Zug aufspringen wird. Das könnte sein. Aber ich wüsste jetzt spontan aus keiner Quelle irgendwas Konkretes dazu. Aber ja, also schauen wir mal. Also ich weiß auch nicht, wie gut das Rodecaster jetzt wirklich dann läuft, ne? Also es ist auch eine Frage, ob wenn sich das natürlich doch noch schlechter verkaufen sollte, dann könnte das natürlich auch erklären. Aber das glaube ich irgendwie nicht. Das macht schon den Anschein, dass zumindest so aktiv wie Rode daran weiterentwickelt, dass da durchaus ein Absatzmarkt war. Ich glaube, sonst hätten die Entwicklung da schon gestoppt, was weitere Software-Releases angeht. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Eine Lösung könnte doch vielleicht so ein Yellowtech Mikrofonrekorder sein. Das ist nur ein, also sieht aus wie ein Mikrofon, ist aber alles drin, inklusive, da ist noch irgend so ein Kompressor, also irgendwie so ein Veredelungsdingsbums drin, also der Ton, der da rauskommt, ist schon irgendwie durch einen Optimierer durchgelaufen und dann hast du im Prinzip alles in einer Hand, kostet allerdings leider, glaube ich, vierstellig. Oder? Ja, knapp vierstellig. Ich merke es nur daran, ich bin ja ein kleiner Podcast. Ich habe eigentlich
kein großes Publikum im Vergleich zum amerikanischen Markt. Vom deutschen Markt bin ich echt happy mit. Danke alle Zuhörer. Aber ich kriege jetzt an und Spam-Mails, weil ich ja meine Podcast-E-Mail-Adresse offiziell veröffentliche von, ja, ihr umreißstarken Podcast, wollen Sie nicht auf diese Werbeplattform, wollen Sie nicht auf jene Plattform. Und überall hörst du jetzt, wenn du Podcast googelst, so, ja, machen Sie Ihren Podcast für die Firma, machen Sie dies, machen Sie jenes. Und da erwarte ich doch eigentlich so, dass ich so als clevere Firma einfach so ein, da hast du so einen schwarzen Kasten, da machst du Kopfhörer dran und hinten fällt fertiges MP3 raus im Notfall. Weißt du, so dieses, das ist alles immer noch Hochwert-Audio-Equipment. Klar, möchte man ja auch im Zweifelsfall haben, aber so, wenn du guckst, was so diese Twitch-Leute, da gibt es extra Tastaturen für und so, da ist der Podcast-Markt doch erstaunlich unkommerziell bis jetzt. Sorry, ja, völlige Randbemerkung jetzt gerade wieder, aber es war so. Weil das hatte ich mich jetzt wirklich so überlegt, weil das ist so mein Einsatzzweck auch. Ich reise ja viel und im Endeffekt, wenn ich so ein kleines Köfferchen hätte, das wäre ein bisschen angenehmer, als hier alles Mögliche einzeln aufbauen. Dachte jetzt, ja, ich hatte jetzt in einer der alten Folgen, wo ich nachgehört habe, da ging es um diesen Rode Podcaster und der ist ja mit seinen 2,5 Kilo jetzt doch nicht gerade transportabel. Und dann dachte ich mal, ich frage hier einfach mal. Ich glaube, die der Fokus ist da eher so, dass man Peripheriegeräte fürs Laptop oder sowas herstellt. Also dass man da irgendwie so USB-fähige Mikrofone mit relativ guten Eingangsqualitäten oder so gleich hat, dass man dann in Audacity direkt halt aufnehmen kann, seine eigene Spur. Die Aufnahmesituation ist auch sehr individuell. Also die einen podcasten halt gern mit Headsets, die anderen verabscheuen Headsets, weil die GesprächspartnerInnen das nicht gut finden, weil sie es nicht aufsetzen wollen. Also es gibt da auch sehr unterschiedliche Herangehensweisen und dann ist es, glaube ich, schon schwierig, dann ist es dann vielleicht doch schon wieder zu nischig, wenn man jetzt einen Podcast-Koffer zusammenstellt, der vielleicht nur die eine Gruppe bedient und da liegt dann Zoom natürlich schon, wie gerade im Chat auch erwähnt wird, die nehmen halt Podcasts irgendwie mit als Zielgruppe, aber nicht als primäre Zielgruppe und erfassen natürlich damit einen wesentlich größeren Markt mit allgemeinen Audiogeräten. Ne? Das wird wahrscheinlich so ein bisschen der Grund sein, könnte ich mir vorstellen. Der Erik erwähnt gerade im Chat die sogenannten Podcast-Koffer, die es ja mal in der Community gab. Ich kann mich erinnern, beim allerersten Podstock-Treffen, da hatte der Udo sowas dabei und bei der Subscribe. Ja, im Sendegate kann man da auch mal nachgucken, tatsächlich. Das ist, da sind einige schon beschrieben. So Selfmade-Ding. Genau, Selfmade-Ding. Ja, nee, es war jetzt einfach nur so, weil ja der Audiomarkt, also ich habe es halt bei der Kameratechnik mitgekriegt, da haben sie dann, als es dann mit den, ich sag mal, Instagram-Filtern losging und so, da hat man ja auch angefangen, irgendwelche Zusatzgeräte noch zu verkaufen, Kamerafilter, was weiß ich. Und halt auch für diese Hobbyfotografen-Geschichte gab es dann komplette Sets und irgendwie wunderte ich mich jetzt, als ich ja nach der Hardware geguckt habe, dass da es nicht so, ach, hier ist das fertige Bundle, hast du noch 100 Euro Aufschlag, kaufst du das so fertig bei Amazon. So direkt irgendwie von irgendeiner Firma direkt. Ja, es gibt schon solche richtig, Bundles, aber die sind meistens dann wirklich, wie Martin eben schon sagte, so ein USB-Gerät und dann wird da halt aus einem ganz normalen USB-Mikrofon halt dann Podcast draufgeschrieben und dann ist es das Podcast-Bundle, dann gibt es vielleicht noch irgendeine Aufnahmesoftware dazu und ja. Das gibt es schon in dieser Form tatsächlich als Marketing, aber das ist dann tatsächlich auch nicht viel mehr als Marketing und man könnte das auch so kaufen. Und ja. Völlige Abschweifung wieder, sorry dafür. Nö, ist ja gut, ist ja querbeet, also insofern passt das ja. Oder eben so eine Handy-App, ne? Mit so einem Aufsteck. Ja, die habe ich ja versucht, das sind ja die ersten zwei Folgen meines Podcasts mit dem Handy gemacht, aber da ist halt einfach wenn du ein Aufsteckmikrofon hast, dann kannst du auch gleich ein Headset aufsetzen und am Computer machen. Also das ist so dieses, ich habe es versucht mit meinem Bose Quiet Comfort Bluetooth, das hat gar nicht funktioniert, damit kann man zwar irgendwie telefonieren, aber die App hat es nicht erkannt von Podbeans und das war halt einfach total, hat nicht funktioniert. Also ich bin jetzt ja auch mit Laptop auf dem Schoß und Interface daneben. Aber es war halt einfach so dieses, auf dem Camp hatten wir alle möglichen Setups dabei und ich fand auch das Zoom an sich ein interessantes Setup, so an sich, aber es ist halt dieses, was da an Dateien rauskommt und so, ist irgendwie nicht ideal, würde ich es nennen.
So, dass ich sage, ja, es ist nett, aber es ist halt nicht so ideal fürs Podcasten als solches. Und so mit so Soundboard-Effekt-Geschichten und so, dachte ich vielleicht, es gibt ja mal irgendwas und dann kann man ja mal drüber schnacken. Weil irgendwie so, ja, was Kompaktes, wo man sagt, ja, hier, oder ich meine, der Studio Link gibt es ja auch eine Standalone-Box, da wäre ja auch eigentlich so als Hersteller, könnte man sich ja denken, ach, naja, dann integrieren wir das alles. Ich weiß, dass das jetzt wieder ein eigenes Projekt ist und selbst geschrieben und, aber so dieses Feature, weißt du, dieses, ja, wir haben hier einfach, man sieht es ja auch bei YouTube-Podcasts und so, die nehmen einfach teilweise Skype, um miteinander zu reden und irgendwie ist das so ein gefühlt eine Marktlücke. Ich weiß nicht, also merkwürdig, doofe Nachfrage, wie gesagt, meinerseits, ist jetzt gar nicht, so. Gar nicht. Ich glaube, die orangene Box war ja durchaus auch mal in diese Richtung gedacht. Und, genau, ist sie nach wie vor, aber es ist halt eine Zeitfrage, ne? Das, ja. Genau. Ich meine, solange da keine Firma hintersteht, ich meine, jetzt richtig so mit richtig Interessen und amerikanischem Markt und so. Ja. Wer weiß, was Sebastian dann in den nächsten Jahren dann noch entwickelt und irgendwann startet er durch. Dann wird er Studio Link Brü und wird reich und alles berühmt. Alles wird besser mit Metal-Umlauten. Ganz sicher. Okay, dann schließen wir jetzt das Querbeet aber ab und gucken mal in die Zukunft, was denn da für Veranstaltungen anliegen und kommen zum Lü-Kalender. Ich hoffe, dass die Stimme hält. Wir übergeben an den bewährten Terminmeister, den Lars. Oh, Terminmeister, was für ein Titel. Ja, meistern wir mal los. Podcast-Termine der nächsten 3 Monate, die kommen wie immer aus dem Sendegate, nämlich aus dem Termin-Wiki dort. Die ersten Termine sind wohl eher noch was für die Live-Hörerinnen und Hörer. Bis die Folge raus ist, sind diese Termine gewesen. Los geht's nämlich in Irland, genauer in Cork. Da gibt es das Cork Podcast Festival. Das gibt's vom 11. bis zum 13. Oktober. Weitere Informationen gibt's da bei Twitter und Facebook. Eine richtige Webseite habe ich nicht gefunden, immer noch nicht. Am 12. Oktober geht's nach Italien, da gibt es in Mailand das Festival del Podcasting 2019. Das richtet sich an PodcasterInnen und EnthusiastInnen. Es werden Workshops geboten und auch das Netzwerken ist offenbar ein ganz großes Thema. Weitere Informationen gibt's unter festivaldelpodcasting.it. Am 15. Oktober geht's weiter mit dem Podcast Meetup Franken. Los geht's hier um 18 Uhr im Modul 26 in Nürnberg. Vom 18. bis zum 20. Oktober ist das Ganzohr, das Arbeitstreffen für Wissens- und WissenschaftspodcasterInnen. Dieses Jahr findet das in Nordhorn in Niedersachsen statt, ganz nah an der niederländischen Grenze. Veranstaltet wird das von Wispod. Unter wispod.de gibt's weitere Informationen. Zum gleichen Termin, also auch vom 18. bis zum 20. Oktober, gibt es das Paris Podcast Festival. Das ist unschwer zu erraten in Paris, genauer beim Kulturzentrum La Gaîté Lyrique. Weitere Informationen gibt es im Web unter www.parispodcastfestival.com. Dann ist auch wieder ein Podcast Meetup Leipzig. Das ist am 23. Oktober. Los geht's um 20 Uhr im Bayerischen Bahnhof. Dann gibt's wieder den Pod-Appler, der ist dann in Wiesbaden am 25. Oktober. Inzwischen ist auch die Location bekannt, nämlich das 60-40. Beginn ist hier um 19 Uhr. Dann geht's wieder nach Leipzig. Am 27. November gibt's wieder das Podcast-Meetup dort. Los geht's wieder um 20 Uhr im Bayerischen Bahnhof. Anfang Oktober hatte ich hier mal erzählt, da fiel das Podruhr aus. Dafür gibt's nun einen Ersatztermin am 29. November. Podruhr ist ein Treffen für alle Podcast-interessierten Menschen und es wird wieder im Unperfekthaus stattfinden. Dieses Mal ausnahmsweise im Raum 104. Wie immer fängt es um 19 Uhr an. Dann geht's wieder nach Leipzig. Am 25. Dezember gibt's wieder das Podcast-Meetup Leipzig. Wieder im Bayerischen Bahnhof, wieder um 20 Uhr. Letztes Mal hatte Linus ja vom Camp berichtet, dass es keine Überraschungen geben würde. Es gab auch keine Überraschungen. Vom 27. bis zum 30. Dezember, inzwischen bestätigt, gibt es den 36C3, den Chaos Communication Kongress, und zwar in Leipzig.
Und dann geht's auch schon ins neue Jahr. Das startet wieder mit Pottruhe. Da geht's erstmal mit dem üblichen alten Rhythmus weiter. Am 3. Januar 2020 geht's also wieder ins Unperfekthaus nach Essen. Los geht's um 19 Uhr, dann auch nochmal in Raum 104. Soweit die Termine. Im Terminwiki gibt es auch noch weitere Links und teilweise auch noch weitere Infos, genauere Adressen und so weiter. Und das Wiki, da ist es halt ein Wiki und damit offen für weitere Einträge. Wenn man Termine hier genannt haben möchte, einfach dort eintragen, dann nehme ich die nächstes Mal mit hierhin. Ganz herzlichen Dank. Das Italienische ging ja jetzt so richtig schön runter. Hast du geübt? Mille grazie, ja, mille hab ich, grazie. Hab ich. Ich hab mir diese Aufnahme vom letzten Mal einige Male angehört und hab das nachgesprochen und dachte, das muss ich doch mal auch selber hinkriegen. Man kann ja nicht zweimal den gleichen Witz machen. Super, super. Ich habe aber nicht genau aufgepasst, was den 14. Oktober angeht. Hast du da eine Podcast-Meetup München-Termin genannt? 14. Oktober habe ich nicht in meiner Liste. Hast du nicht, ne? Habe ich mir gedacht, weil der ist nämlich hier über Twitter irgendwie auf unseren Kanal irgendwie aufgelaufen. Nächstes Treffen 14.10. 19 Uhr vom Podcast Meetup München in der Weltwirtschaft im Eine Welthaus Schwanthaler Straße 80. Können wir vielleicht auch einfach mal so außer der Reihe noch hineinwerfen, weil das hier direkt auf unseren Kanal gespült wurde. Aber natürlich, wenn das nicht im Sendegate steht, ne, müsst ihr schon echt Glück haben, dass wir das überhaupt mitkriegen. So. Ja. Ja, also ich war noch auf der Webseite der Podcasterinnen-Treffen Südbayern, München und Augsburg. Da auf der Webseite, das ist glaube ich podcast-muc, da auf der Webseite steht im Moment der 25. Juni als der nächste Termin, also 2019. Deswegen, also mir ist dieser, ich war auf der Seite, habe allerdings nichts gefunden. Ja. Ja, ist wahrscheinlich ein Geheimtreffen. Ist es auf, ja, hui, hui, hui. Dann hui, aber auf dem. Psst. Genau. Treffen. Was? Also, wenn es auf dem Weg jetzt dabei war, war es ja auch schön. Schöne Grüße in den Süden, hier auf diese Art und Weise. Okay, dann haben wir die Termine durch und dann kommen wir zu den Setzlingen. Ihr habt es bestimmt gemerkt, letztes Mal haben wir die Setzlinge einfach weggelassen, weil wir so spät waren und die mussten irgendwann mal ins Bett. Aber die sollen nicht die vergessen werden, die wir da vorbereitet hatten. Und es geht los mit dem Techniker-Podcast. Das dahinter stecken der Max und der Gregor. Die haben wir auf dem Pottruhe kennengelernt. Davon sprach ja der Lass gerade mit dem Ersatztermin am 29.11. jetzt auch gleich wieder quasi direkt vor der Tür. Max und Gregor sind auf der Technikerschule. Das ist so eine berufsbegleitende Abendschule und sind, glaube ich, jetzt am Ende einer dreijährigen Ausbildung und müssen ein Technikerprojekt machen. Also irgendwas. Ich weiß nicht genau, so eine Art Abschlussarbeit oder so. Und ihre Idee war, dass sie das, was sie da zu tun haben, in einem Podcast halt vorstellen und beschreiben und damit vielleicht auch andere Menschen anregen, diesen Weg, zum Beispiel Technikerabendschule oder überhaupt sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen, vielleicht auch so zu machen. Sie schreiben dazu, wir erzählen euch, wie es ist, ein Techniker-Projekt durchzuführen, welche Erfolge und Schwierigkeiten wir zu verbuchen haben und was es sonst noch zu wissen gibt. Sie nennen es Techniker-Projekt, also als kleines Wortspiel, Techniker-Projekt-Podcast, und ich habe einen kleinen Ausschnitt von 2 Minuten vorbereitet. Sebastian, wenn du den bitte abspielen würdest. Das klingt wie ein Filmprojektor. Spannend. Ich starte nochmal neu. Nee, ihr muss das mit der Audiodatei kaputt, würde ich sagen. Warte mal. Institut für Film, Bild und Wissenschaft. Ja, also die Audiodatei scheint. Ist im Armer? Kannst du bei mir versuchen? Ja, probier doch mal. Ich versuch's mal hier, gucken, ob sie spielt. Ja, herzlich willkommen zum Techniker-Projekt. Das ist ein Projekt von mir und dem Max. Hallo. Und von dem Mann, der sich euch gerade vorgestellt hat, dem Gregor.
Und wir wollen euch in den nächsten Wochen und Monaten ein bisschen was über unser Techniker-Projekt erzählen. Das heißt, wir machen seit ein paar Jahren, nämlich seit 3 Jahren, besuchen wir die Technikerschule. Und nach 3 Jahren steht dann ein halbes Jahr an, dass man ein Technikerprojekt vervollständigen oder ausführen soll. Dazu gehört Planung. Und weil das vielleicht doch eine sehr aufreibende Zeit ist und wir gedacht haben, vielleicht interessiert das ja jemanden, haben wir gedacht, wir machen da einen begleitenden Podcast draus. Ja, einfach um die Erfahrungen zu teilen und hinterher vielleicht auch ein kleines Feedback zu geben, was haben wir daraus gelernt, was kann man besser machen, worauf sollte man achten und einfach ein gemeinsames Lernen während des Projektes hat mit anderen, eventuell Technikern oder Leuten, die dabei sind, den Techniker anzugehen. Ja, genau. Und wir wollen dieses ganze Format hier ist erstmal nur, oder grundsätzlich sind wir beide dabei und erzählen halt, was so in den letzten 1 bis 2 Wochen passiert ist. Ich denke mal, das wird so der Rhythmus ungefähr für den Podcast. Alle 1 bis 2 Wochen erzählen, ja, was passiert ist, wie was passiert ist, welche Schwierigkeiten wir bei dem ganzen Projekt hatten. Und dann wollen wir ab und zu noch ein paar, also wir sind ja eine ganze Klasse, und dann wollen wir ein paar von den anderen Technikerprojekten auch fragen, ob die nicht auch mal Lust hätten, dabei zu sein und euch was darüber zu erzählen, wie denn deren Projekte ablaufen. Ja, das war jetzt so ein 2-minütiger Ausschnitt. Das muss vielleicht noch ein bisschen lebendiger werden, aber ich freue mich total, dass die beiden, also Max und Gregor, den Bogen gekriegt haben. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie wir da im Unperfekthaus gesessen haben, in diesem Raum 104, in dem Aquarium und an dem großen Bildschirm da so ein paar erste Gehversuche mit Reaper, Ultraschall und so weiter erklärt haben. Das war ziemlich witzig, ziemlich spontan. Lars war ja auch dabei und das ist jetzt tatsächlich zu einem Podcast gekommen ist, freut mich. Kannst du dich auch noch an die beiden erinnern, Lars? Ja, aber selbstverständlich. Da haben wir noch über Headsets und alles Mögliche gefachsimpelt und ja, so schon ein schöner Start geworden. Ach, das war der Abend, wo die andere Hälfte oben auf der Dachterrasse saß, ne? Und die haben, ja, genau. Die haben gedacht, oh, lass die Nerds da mal schnacken, wir gehen mal, machen es uns gemütlich. Es war ja auch so warm, also. Ja, war so ein heißer Tag, genau. Ja, sehr schön. Wolltest du noch was ergänzen, Lars? Ich will dir nicht das Wort abschneiden. Nee, alles gut. Gut, okay. Zweiter Setzling, der ist eigentlich auch kein Setzling mehr, der ist ein Hinweis von Arnim, der ging bei uns ein. Ist euch eigentlich schon mal Sicherheitspot durch die Empfehlungsecke gewuchert, fragte er uns per Twitter. Ich glaube ehrlich gesagt nein. Obwohl wir irgendwann von dem Sicherheitshalber hatten was mal. Ich weiß aber nicht mehr, ob wir auf den Podcast hingewiesen haben. Sicherheitshalber, das ist der Podcast zur Sicherheitspolitik in Deutschland, Europa und der Welt. Mit Thomas Wiegold, Carlo Masala, Rieke Franke und Dr. Frank Sauer. Könnte vielleicht auch was für dich sein, Sven. Da geht's. Ich höre ihn schon. Auch. Ich meine, 2 von den Profs sind ja von meiner ehemaligen Uni. Ach, guck. Wobei ich oft mit denen nicht übereinstimme, gebe ich offen zu. Also die sind dann doch manchmal sehr pro militärische Intervention, um es mal so zu sagen. Okay, ja, na gut. Sicher ist sicher, ne? schlechtes Wortspiel. Okay, soll ich denn hier auch einspielen oder willst du es nochmal versuchen, Sebastian, den kleinen Ausschnitt? Ich kann es mal probieren. Versuch mal. Ah nee, das ist ja, wieder... Hört sich nach einem G-Feuer an? Ah, das... Nee, das ist so... Das ist die militärische Intervention hier. Ihr kennt das nicht mehr, ne? Wenn in der Schule der Filmprojektor rattert. Das ist für mich. Also was für eine Bonzenschule warst du? Wir konnten uns nur den Proki-Schreiber leisten. Nein, das war der 16mm Filmprojektor und dann haben wir immer die Filme vom Institut für Film, Bild und Wissenschaft gesehen. Und gelegentlich suche ich mir die sogar bei YouTube noch raus, weil ein paar davon gibt's noch. Und dann schwelge ich quasi in alten Zeiten, als ich noch
klein war. Schön den dritten Sinn gucken in der Verkehrserziehung. Bei uns in den 90ern in der Schule gab es den auch noch tatsächlich. Aha, siehst du. Das ist sehr charakteristisch, dieses Knattern, dieses Bild vorschieben und mit Stoppen. Okay, wir wollen aber jetzt nicht hier über Bildschirme reden, sondern über Sicherheit und hören mal eben rein in den Sicherheitshalber Podcast, kurzer Ausschnitt. Ach so, ich muss ja auch da noch drücken. Willkommen bei Sicherheitshalber, dem sicherheitspolitischen Podcast auf Deutsch. Wir machen Sicherheitshalber und wir, das sind Thomas Wiegold, Journalist, Verteidigungspolitik steht bei mir im Mittelpunkt und ich betreibe das Blog augengeradeaus.net. Ulrike Franke ruft an aus London. Ich bin Policy Fellow bei ECFR oder European Council on Foreign Relations. ECFR ist ein paneuropäischer Think Tank mit 7 Büros in Europa, darunter eben in London, von wo ich mich dazuschalte. Und ich arbeite zu den Themen europäische Sicherheitsverteidigungspolitik und spezifisch neue Militärtechnologien, Drohnen, Autonomie, autonome Waffensysteme. Ja, Frank Sauer, ich bin Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr in München und arbeite zu internationaler Sicherheit in ja, fast all ihren Facetten. Carlo Masala, ebenfalls Politikwissenschaftler, ebenfalls Universität der Bundeswehr München und Experte in Fragen der internationalen Sicherheit. Jungs, jetzt müsst ihr, glaube ich, den Hörern und mir aber auch mal eins erklären. Ihr arbeitet bei der Universität der Bundeswehr in München. Also ihr seid auf der Bundeswehr-Payroll. Seid ihr jetzt hier die Stimme des Verteidigungsministeriums? Nein, wir sind nicht die Stimme des Verteidigungsministeriums, sondern wir sind hier sozusagen als Professoren einer Universität, die zwar Studierende Offiziere ausbildet, die aber in all dem, was sie forscht und lehrt, die Meinungsfreiheit und die Freiheit der Wissenschaft genießt. Das heißt, unsere Meinung ist nicht die Meinung des BMVGs oder der Bundeswehr, sondern unsere Meinung ist unsere Meinung. Ihr dürft dem auch widersprechen, der Bundeswehr? Gerne und oft. Das sagt er einfach so. Stimmt das, Sven? Ja, wie hat den Augen gerade Ausblock, kann ich auch nur empfehlen, gerade wenn man wieder mit Militärprojekten wissen will, wo es wieder kaputt geht. Also da ist Augen gerade aus extrem gut. Gerade das Bällebad freitags, da hast du eine ganze Menge Soldaten, die sich dann unter den Kommentaren über irgendwelche Sachen beschweren. Also da eine extrem gute Quelle. Ich finde es einen hochinteressanten Podcast. Mir ist es manchmal ein bisschen zu politiktheoretisch. Und halt manchmal halt auch ein bisschen, ja, zu militärisch. Aber insgesamt ein guter Podcast höre ich auch. Ist aber bei mir persönlich in der Reihenfolge der Podcast, wie ich sie zuerst abarbeite, nicht ganz weit oben. Okay. Der ist bei Soundcloud gelistet, soundcloud.com/sicherheitshalber. Da kann man den abonnieren. Ich glaube, der war jetzt auch so ein bisschen blechern, weil ich den, glaube ich, da herauskopieren musste. Also wirklich so eine 1:1 Kopie mit Audacity, weil ich den da irgendwie nicht rausgekriegt habe sonst. Und Lieblingspodcast vom Inspekteur der Marine. Der hat nämlich zum Einjährigen noch persönlich gratuliert auf Twitter. Ist übrigens auch eine interessante Geschichte. Mittlerweile sind ganz viele Soldaten und hohe Generäle und Admiräle jetzt bei Twitter. Da hat irgendwie der Inspekteur der Marine was losgetreten. Da ist jetzt von irgendwelchen Kommandeuren, Flottenchefs, Geschwaderchefs und sonst was sind jetzt alle auf Twitter vorhanden. Was so im letzten Jahr einen extrem interessanten Wechsel gemacht hat. Also diese gesamte Öffnung des Militärs und ein bisschen Transparenz ist interessant. Also wer mal Seefahrtsromantik sehen will, der Inspekteur twittert ganz viele Sonnenuntergänge. Super. Ja, die romantische Seite des Kriegshandwerks. Ja, schön, schön. Ja, und er hat so einen Follower, der ihm regelmäßig wieder dumme Sprüche reindrückt. Dass er mich bis jetzt noch nicht geblockt hat, weiß ich auch nicht wieso. Vorne die todbringende Flak und hinten der Sonnenuntergang. Mhm. Naja. Man muss es mögen. Okay. Kommen wir zu was ganz anderem, nämlich zur dritten Vorstellung, die ich hier unter die Setzlinge gepackt habe. Das ist die Dotti. Die kennen wir ja aus der Hörmüpfel, ihrem persönlichen Podcast, wo sie uns aus ihrem Leben erzählt. Und die Dotti geht jetzt unter die Camper. Da würde ich mal sagen, was? Sie geht jetzt unter die Camper. Dotti ist schon immer eine Camperin gewesen. Richtig, sie geht aber jetzt unter die Mini-Camper. Also erstens will sie sich so ein Caddy zulegen, wo sie halt im Auto auch schlafen kann. Grüße gehen an den Baumwerfalter.
und aus besonderem Grund zweimal Schulterklopf. Und das ist schade, nicht? Ja, das ist wirklich, wirklich schade. Es ist wirklich, also ihm ist ein Campinggerät kaputt gegangen, von dem wir eigentlich gehofft haben, dass wir uns das alle mal in Ruhe angucken könnten. Aber naja, der Anhänger, den Anhänger gibt es nicht mehr. So, das habe ich alles verraten. ja, war gut. Entweder kennt man ihn, dann hat man es schon gehört, oder man kennt ihn nicht und dann ist es auch egal. So, also die Dottie möchte jetzt auch so in Minicamping sozusagen gehen und hat aber gleichzeitig auch noch einen, neben ihrem Hörmupfel-Podcast ein eigenes Angebot geschafft, wo sie speziell nur über Camping spricht. Und sie hat mit ihrer Mutter eine erste Episode aufgenommen unter dem Namen minicamperin.de, wo sie eigentlich mit ihrer Mutter über, ich vermute mal auch eher so Campingtechnik und mehr so die Camping Infrastruktur und so weiter sprechen wollte, aber die Mutter hat dann eher so erzählt, ja, ihr habt doch mit dem gespielt und ihr hattet doch da die Freunde und wir haben halt das gemacht und so. Also es war eher so, Mama erzählt, wie es früher dann in, was weiß ich, wo sie waren, Italien am Strand war oder so und wie die Nachbarschaft da so war und so. Also es war nicht so ganz technisch, wie ich eigentlich erwartet hatte, aber total nett zu hören und die Mama erzählt auch so niedlich. Und ich bin mir gespannt, was da noch kommt. Dottie sagt, das ist nicht vorrangig ein Podcast-Projekt, sondern vielleicht sogar eher noch ein Videoprojekt. Also als bei YouTube möglicherweise zu finden, aber sie wird auch immer irgendwas Audiomäßiges ausspielen. Ich habe jetzt hier keinen Ausschnitt. Ich empfehle einfach mal selber reinzuhören in Minicamperin mit CA geschrieben, minicamperin.de und da kann man der Dottie dann beim Campen zuhören. Das waren meine Setzlinge für heute, mein Gott. Und wir kommen jetzt zur letzten Runde, nämlich zu den Blütenschätzen. Heute fängt mal der Gast an, der Sven. Blütenschätze, das ist etwas, was uns in der letzten Zeit irgendwie besonders bewegt hat im Internet, vor allen Dingen natürlich audiotechnisch, weil das ist ja unser Hauptding. Hast du was? Ach, du kennst das. Ja, ich habe sogar vier Sachen. Also, vier? Ja, dann mal Feuer frei. Wie gesagt, ich hatte es ja erwähnt während des Podcasts, deswegen wollte ich es hier nochmal erwähnen. Den Pratchett, ne, den Terry Pratchett Podcast, da mein kompletter Arm mit Pratchett-Motiven tätowiert ist, liegt der mir ganz am Herzen. In der aktuellen Folge 24 gibt es auch einen doofen Deutschen, der die deutsche Übersetzung kurz erklärt. Das könnte euch bekannt vorkommen, die Stimme. Da bin ich nämlich kurz aufgetaucht. Dann hatte ich wie da ist noch die URL von dem Pratchett? Habe ich im Chat schon, das ist pratchett.com, glaube ich. Nee, pratchettpodcast.com. Die haben auch den besten Bonus-Content überhaupt, der nennt nämlich sich Uck Club, also nach dem Bibliothekar, der ja ein Affe ist. Also pratchettpodcast.com. Und dann hatte ich den Lions Led by Donkeys Podcast ja erwähnt über die metrischen Fehlgeschläge, der ist bei Soundcloud zu finden. Username irgendwas, also ich habe den Link im Chat, den müsste man noch rüber kopieren. Und dann dazu gehöre ich den amerikanischen Podcast über von Soldaten, die etwas links sind. Das ist hellowaytodie.com, what a hell of a way to die, die dann halt die aktuelle Sicherheitspolitik der Amerikaner mal von einer Seite beleuchten, von den Leuten, die ihren Kopf dafür hinhalten müssen und keinen Bock drauf haben. So, und da das ja alles so negativ ist, würde ich persönlich die Ali Spangola nochmal empfehlen. Das ist eine Musikerin auf YouTube, die versucht, Musik in anderen Musikrichtungen zu machen. Also so Ideen hat wie, was wäre denn, wenn irgendwie Britney Spears den Song gesungen hätte? Und sie ist eine gute Musikerin, die spontan irgendwelche coolen Sachen macht und die hat auch einen netten Twitter-Account, wo sie so jeden Tag so 30 Sekunden gute Laune Musikvideos postet. Und das ist bei Twitter, ist sie einfach Ali Spangola, Ali Spangola. Und es ist einfach witzig, gute Laune und nach dem ganzen Negativen, was ich ja hier heute in die Sendung gebracht habe, einfach mal was Positives, Witziges zum Abschluss. Prima. Gut, dass du an das Positive denkst. Das ist sehr, sehr schön. Das hebt die Stimmung hier. Klasse.
Danke. Lars, hast du auch was? Einen blöden Schatz? Mute-Taste. Ja, ich war nur jetzt gerade noch beschäftigt mit Notizen. Ach so, Entschuldigung, wolltest du noch aufschreiben? Ich habe jetzt noch nicht alles zusammen, aber das müssen wir dann mit Sven erklären. Ich sehe dich gerade hier. So, ja, ich habe einen Blütenschatz, den habe ich tatsächlich schon vor ein paar Tagen, glaube ich, notiert. Ja, 30. September habe ich ihn aufgeschrieben schon. Und zwar ist das von Jörn Schaas vom Podcast, die Folge 244, die Frage stellt, wie lang ist ein Podcast? diese Frage haben wir schon ein paar Mal gehabt und Jörn hat diese Folge anlässlich des International Podcast Day veröffentlicht. Und ja, da geht's um das große kontroverse Thema, wie lang soll eine Podcast-Folge eigentlich sein oder wie lang darf sie sein, wie lang muss sie sein, ist ganz schrecklich. So, es gab kürzlich zwei Sachen, wo sich da Diskussionen entzündet haben. Das war einmal ein Zitat einer Twitter-Nutzerin, sie schrieb, ich lege mich fest. Die meisten Podcasts sind absolut hohl, bringen keinen Mehrwert, man verschwendet kostbare Lebenszeit. Wer es nicht schafft, Wissen und Mehrwert. Entschuldigung. Wer es nicht schafft, Wissen und Mehrwert in maximal 15 Minuten rüberzubringen, sollte ein anderes Medium wählen. Dann gab es dazu noch wieder mal eine Bitkom-Studie, in der unter anderem behauptet wurde, die ideale Länge liegt für Hörer im Durchschnitt bei 13 Minuten und die Mehrheit hört Folgen nicht komplett. So, Jörn hat sich die Mühe gemacht, über diese Themen ein bisschen zu sprechen und hat so ein bisschen auseinandergefieselt. Und ja, die meisten Leute, die ich jetzt aus der Bubble kenne, haben ganz andere Gewohnheiten als die Twitter-Nutzerinnen und anscheinend wurden die bei dieser Bitkom-Studie, waren die entweder in der Minderheit oder wurden nicht gefragt. Ich selber höre ziemlich langes Zeug und so ziemlich alles länger als 13 Minuten. Und ich habe mir aufgeschrieben dazu, na und? Von mir auf eine Hörerin zu schließen, ist Blödsinn. Es ist aber auch für einen Hörerin Blödsinn, irgendwie von sich auf andere zu schließen. Ich finde die Wortwahl relativ daneben, das muss ich sagen. Die meisten Podcasts sind absolut hohl. Ja, wenn sie das denn so sieht. Ich finde es ein bisschen pauschal und ein bisschen offensiv und provokant ausgedrückt. Aber es ist ihre Meinung. Und die gute Frau hat dort teilweise ziemlich heftigen Gegenwind gekriegt. Den finde ich auch nicht besonders würdig. Das muss ich mal sagen. Das, ja, Jörn setzt sich also in seiner Folge mit all dem dazu auseinander und spricht mir dabei ziemlich aus der Seele. Er spricht auch über die Bitkom-Studie und warum sie sicherlich auch Schwächen hat. Und ich finde diese Folge einfach eine ziemlich schöne, runde Sache und deswegen ist das mein Blütenschatz. Die ist übrigens über 25 Minuten lang und ich habe sie komplett gehört. Nimm das. Die ist extrem gut. Die ist extrem gut, die Folge. Also, er hat es deutlich klarer auf den Punkt gebracht. Ich hatte mich ja auch bei der Bitkom-Studio mal ein bisschen drüber aufgeregt. Und er macht das sehr professionell und so, wie man es von ihm gewöhnt ist. Also das hat ja sonst doch echt für Diskussionen gesorgt, die nicht notwendig waren. Und mein Take ist jetzt auch nicht der bessere. Wobei es auch interessant ist, wie man überhaupt Zeit misst. Aber das ist ein ganz anderes physikalisches Thema. Also diese Folge hätte ich auch empfehlen. Hätte ich dran gedacht. Also ich habe sie neulich auch sehr zu Interesse gehört. Jo, vielen Dank. Das ist ja ein erneuter Hinweis auf Jörn Schaar, den du angeblich Jörg genannt hast, Lars. Jedenfalls schreibt das der Erik im Chat hier. Das wäre ja witzig, dann hätte er noch einen anderen Namen, wo ich ihn schon Björn genannt hatte. Wenn ich mich versprochen habe, habe ich mich einfach nur versprochen. Tada! Super. Ja, kann doch passieren, ist ja nicht schlimm. Aber ich feiere natürlich so ein bisschen, weil dann bin ich nicht der Einzige, der seinen Namen nicht mehr richtig aussprechen kann. Super. So, ich habe einen Blütenschatz mitgebracht und zwar acht. Jetzt werdet ihr sagen, hat er einen Knall, aber die gehören irgendwie zusammen. Und vor allen Dingen möchte ich damit ganz, 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 ganz herzlich gratulieren dem Holger Klein zur 1000. Ausgabe von Wer redet, ist nicht tot. Ich kann mich noch entsinnen, wie bei Not Safe for Work der Tim Prittler versucht hat, dem Holger Klein die Idee des Podcastings nahezubringen. Und Holger da am Anfang etwas reserviert war, also was Eigenes anzufangen. Er hat ja bei Not Safe for Work schon als Mitmoderator oder Co-Host oder was da gewirkt. Aber so was Eigenes aufzubauen, das war ja erstmal so, ja, vielleicht doch, mal gucken. Und dann ist das ja irgendwie gestartet und
ich glaube, man kann schon sagen, neben Tim ist Holgi einer der Großen aus dieser Blase. Und er hat einen ganz wunderbaren Gemischtwarenladen mit vielen verschiedenen Sachen, vom Weintrinken über Baumarktvorstellungen und ich weiß nicht was noch alles. Aber ein Teil seines Angebotes ist auch Geschichtsunterricht und den macht er ganz oft mit Matthias von Hellfeld. Ein ganz wunderbar gelehrter Mensch, der auch ganz wunderbar über die Vergangenheit erzählen kann, mit großartigen Haltungen, wie ich finde. Also der Matthias von Hellfeld, der bringt manchmal Dinge so simpel auf den Punkt, dass ich einfach sage, ja, genau so ist es. Warum kann ich das nicht so schön klar formulieren? Das kann Matthias ganz toll. Und mit dem redet er schon längere Zeit über geschichtliche Dinge. Und der Matthias hat jetzt ein Buch geschrieben über Europa und wie es dazu kam, dass wir jetzt hier in dieser Europäischen Union zusammenleben. Das Buch heißt Von Anfang an Europa, hat 8 große Kapitel und Holger hat mit ihm zu jedem Kapitel eine Sondersendung gemacht. Also jeweils eine Episode, 8 Episoden zu dem Buch von Anfang an Europa, wo Matthias von Hellfeld dann die wesentlichen Aspekte der einzelnen Buchkapitel zusammenträgt. Und Holger hat es so gedeichselt, dass die 8. Episode von dieser kleinen Miniserie da drin genau die 1000. Episode seines Podcast-Angebotes insgesamt ist. Und ja, also sehr schön. Ansonsten hat das nicht, es ist nicht weiter. Es gab keine Hörerkommentare und er schrieb auch auf Twitter, die 1000. wird übrigens eine ganz normale Episode. Es wurde auch nicht groß besprochen, angesprochen, aber ich glaube, das hat er schon mit Absicht genauso hingelegt und das ist gelungen und große Gratulation zu beiden. Also die 8 Episoden sind auch sehr schön zu hören. Von Hellfeld erzählt einfach großartig und es macht ganz viel Spaß, dieser Geschichte von Europa über die alten Römer und es fängt auch früher an bei den Griechen. Was ist das überhaupt? Wo kommt Demokratie eigentlich her? Was verstehen wir darunter? Was soll es eigentlich sein? Und wie geht es denn heute hier zu? Und bis zum Brexit wird das irgendwie alles auseinandergenommen. Nicht zu tief, kann man gut nebenbei hören und da meine Menge lernen. Und nochmal verbunden an beide, also an den von Hellfeld, an den Matthias für das schöne Buch, was es demnächst wohl auch dann zu kaufen geben wird, ist natürlich auch eine Werbung, klar. Aber das ist so eine Win-Win-Situation. Das ist ja auch immer ein Begleitangebot zu Deutschlandfunk, was ist das, DLF Nova, glaube ich. Nova, ja. Wo dann das Thema, über das sie sonst reden, dann nochmal breiter ausgeweitet wird, wobei ich immer, wenn ich die beiden, also das Deutschlandfunk, Nova, Modern Angebot und dann dieses eher ruhige Zwei-Personen-Gespräch zum selben Thema höre, gewinnt für mich immer das ruhige Zwei-Personen-Gespräch. Also ich kann da einfach mehr rausziehen, wenn der Matthias von Hellfeld in Ruhe erzählen kann und nicht nur so 1-2 Takes in einer gebauten Sendung da ist. Also meine Hörempfehlung oder mein blöden Schatz sozusagen für dieses Mal. Gibt es eigentlich einen Holgi-Podcast über die Holgi-Podcast? Ich habe immer den Effekt, dass ich, nachdem ich ihn jetzt auch im Camp kennengelernt habe, auf Twitter immer sehe, ja, und in deinem Podcast ist das und das interessant gewesen. Und dann guckt man bei iTunes rein und guckt, was Holger alles so produziert. Und dann hat man erstmal so 3 Seiten Scroll, verschiedene Podcasts. Gibt es da eigentlich einen Meta-Podcast, der denn mal alle 3 Wochen erzählt, was in den anderen Podcasts erzählt wurde? Oder wie steigt man bei ihm ein? Das ist doch so ein etwas unübersichtliches Blütengeflecht. Ist mir nicht bekannt, dass es so etwas gibt, dass da Leute quasi metamäßig an Vrindt herangehen. Bei Vrindt muss man einfach, glaube ich, irgendwo reinspringen und gucken, was dabei herauskommt. So, mehr geht wahrscheinlich nicht. Und dann gibt es dann noch die Wochendämmerung, wo er dabei ist. Und also der ist schon ziemlich rege, was das Podcasten angeht. Ja, so etwas. Ja. Gut, wir sind am Ende, meine Herren.
aufmerksamere Hörerinnen werden wahrscheinlich gemerkt haben, dass die Claudia schon so lange nichts mehr gesagt hat. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass sie gar nicht mehr da ist. Sie hatte nämlich einen Termin und hat sich schon vor 1,5 Stunden verabschiedet, allerdings still. Wir waren nämlich gerade im Gespräch mit Sven auf der Gartenbank und da hat sie gesagt, ey, wir müssen jetzt nicht zwischendurch irgendwie rumlabern. Ich ziehe mich einfach hier still zurück. Wir haben hier so einen Kommunikationskanal, also so einen Chat, so ein Sendungschat nochmal extra neben dem Chat, wo wir uns dann solche Sachen sagen, und da hat sie sich quasi abgemeldet. Ich denke, ich darf in ihrem Namen auch nochmal herzlich grüßen. Und vor allen Dingen möchte ich mich aber bei ihr bedanken, dass sie uns ihre Stimme geliehen hat zu Beginn. Und ich möchte mich auch bei euch bedanken, Sebastian, Lars und Sven, dass ihr mit mir hier jetzt diese Sendung beenden könnt. Dankeschön an euch. Sehr gerne. War ein Vergnügen. Wie immer gerne. Super. Und dann danke ich vor allen Dingen auch den Hörerinnen und Hörern, die jetzt hier live zugehört haben und im Chat mitgeschrieben haben, ein paar Hinweise reingeworfen haben, Meinungen auch kundgetan haben, dass der Erik hat zum Beispiel dann einen Wrestling-Podcast entdeckt, weil ich vorhin gesagt habe, in der Hörsuppe gab es keine, aber tatsächlich in dem FIT gibt es inzwischen Wrestling-Podcasts, jetzt wollte ich ihn suchen, der heißt zum Beispiel Ringfuchs. Ringfuchs scheint ein Wrestling-Podcast zu sein. Der ist in der FIT-Kuration oder in der FIT-Sammlung jetzt enthalten, kann man dort finden. Dankeschön, Erik, auch für diese spezielle Unterstützung. Naja, und der Dank geht natürlich an alle Konservenhörerinnen und Konservenhörer, die Podcasts so genießen, wie es eigentlich gedacht ist, nämlich zeitsouverän und themensouverän und wo immer und wann immer es passt, sich das auf die Ohren zu tun. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.